Ja, und damit seid gesegnet und damit wieder willkommen zurück zu Elex mal wieder. Wir sind hier in Tavar, also quasi dem Sitz der Outlaws, und ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was wir da jetzt alles wollten. Ich glaube, ich wollte mich denen anschließen. Und ja, werden wir gleich mal schauen, ob wir die weiteren Aufgaben hier bewältigen können. Ich glaube, ich werfe mal gerade einen Blick in... Ach nee, Moment mal, jetzt muss ich gerade mal Steuerung erlernen. Einen Blick in mein Inventar, beziehungsweise in mein Questlog. Und, jetzt werde ich gerade angeschrieben. Wir haben 20 Uhr durch. Ja, ich bin doch dran. Moment, So. Alles klar. Ah, ja. Jetzt bist du auch im Chat. Okay, alles klar. Ja, ich hatte gerade kurz angefangen schon zu streamen und dann auf einmal war das aber wieder weg. Dann musste ich den Stream nochmal neu starten. Ich habe auch keine Ahnung, was da jetzt los war. So, dann gucke ich mal gerade. Was wollte ich eigentlich als nächstes hier machen? Ich wollte nämlich mich den Outlaws anschließen. So, dafür muss ich nämlich... Ach ja, die Arena-Kämpfe zum Beispiel schaffen. Pennerbündnis. Naja, machen wir das mal. 2 Minuten zu spät. Ja. Ich habe eigentlich extra eine Minute vorher angefangen, aber... Durch die technischen Schwierigkeiten, lief das wohl gerade nicht so gut. Okay, ich brauche unbedingt mal eine neue Rüstung, denn ich möchte ja einer von diesen Outlaws werden. Und da passt das nicht so ganz, dass wir hier in diesen mittelalterlichen Berserker-Klamotten rumlaufen. So, hier ist auch schon Red, mit dem wollten wir uns ja hier treffen. Moment, was hat er da liegen? Gut, halt eine Konservendose. Die können wir einfach mitnehmen. Das ist schön. Du siehst nicht aus wie ein Bettler. Wer den Inhalt eines Buches nach seinem Einband bewertet, wird so manch guten Schmöker verpassen, mein Freund. Aber nur unter uns. Diese Rüstung ist nicht meine. Ein guter Freund hat sie mir geschenkt. Ein kleiner gerichtigen Stelle kann sei versichert, dass ich dir die Spende nicht vergessen werde. Okay, ach, mit dem kann ich auch handeln. Aber ich spreche ihn mal darauf an. Genau, wir sollten ja für Chloe... ich glaube, das war so dieser... Ah, wie hieß der nochmal? Dieser Müllbaron. Crazy Bob hieß der, glaube ich. Der wollte ja, dass wir ihm helfen mit den Anführern des Lagers. Und Chloe war eine davon und Chloe hat uns wiederum zu ihm hier geschickt. Chloe sagt, du schuldest ihr Splitter. Und sie schickt dich, um sie von mir zu holen? Ja. Tja, mein Freund, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Welche willst du zuerst? Ach, immer erst die schlechte, weil dann gehe ich mit einem guten Gefühl aus dem Gespräch raus. Die schlechte. Ah, du bist wohl jemand, der sich gerne von positiven Nachrichten überraschen lässt, mein Freund. Genau. Lass mich raten, das Leckerste auf dem Teller wird bei dir immer zum Schluss gegessen. Also gut, ja. Die schlechte Nachricht. Ich habe keine Splitter. Außer die, die du mir gegeben hast, aber das wird kaum reichen. Und was ist die gute Nachricht? Ich weiß, wo du die Splitter herbekommen kannst. Ich habe einen Plan. Der Plan wiederum gehört eher zur schlechten Nachricht, mein Freund. Wieso? Also, die Sache ist die. Ich weiß, dass Chloe dem Duke Kohle schuldet. Also vermutlich schickt sie dich zu mir, um diese Kohle zu holen. Habe ich recht? Ja. Okay, also geht es hier eigentlich um die Kohle des Dukes, die Chloe ihm schuldet. Also sollten wir ihre Kohle holen. Ja, das klingt logisch. Sie sagt, sie wäre pleite. Streng genommen ist sie das bestimmt. Ich würde ihr niemals unterstellen, dass sie lügt. Ich kenne da jemanden, der jemanden kennt. Dieser jemand würde mir ein hübsches Sümmchen für den Kram bezahlen, den sie im Keller hat. Und wie es der Zufall so will, habe ich bereits vorausgearbeitet.
Ich habe den Schlüssel zu ihren Wertsachen. Wir brauchen nur noch rein, raus, alles verkaufen und fertig. So einfach ist das. Ja, gut, machen wir das mal. Gib mir den Schlüssel. Ich werde Chloe bestehlen. Gute Entscheidung, mein Freund. Hier, aber sei vorsichtig, nicht, dass du erwischt wirst. Wir werden ihre Schulden mit ihren eigenen Wertsachen bezahlen. Und gleichzeitig werde ich meine Schulden los. Ja, vielleicht erklärst der Begleiter. Du das lieber nochmal. Lass mich nur machen. Der gute Rat kümmert sich um alles. Sieh du nur zu, dass du ihre Wertsachen beschaffst. Ihre Truhe steht vermutlich irgendwo im Keller der Bar. Ich werde mitkommen. Am besten wartest du, bis ich sie abgelenkt habe und dann schlägst du zu. Alles klar? Klar. Dann los. Okay, wo mein Begleiter ist, ich habe jetzt den anderen Begleiter. Keine Ahnung. Vielleicht heule ich sie ein bisschen voll. Ach, der redet ja immer noch. Das regt sie immer furchtbar auf und sollte sie ablenken. Dabei ist er dahin. Wenn du das Zeitfenster verpasst, musst du anders zusehen, wie du da rankommst. Alles klar? Wow, der hat aber eine ganz laute Stimme, wenn er mich bis hierhin unterhalten kann. Ja gut, also ich habe ja diesen einen komischen Begleiter. Achso, der findest sogar du gruselig. Ja, nee, Arx habe ich ja weggeschickt, denn ich habe jetzt Ray dabei. Ray finde ich nämlich cooler, der ist nämlich auch ein Outlaw, also quasi hier ist er beheimatet. Und ja, der ist eher so eine Art Bandit. Der wird auch steckbrieflich gesucht und die müssen wir alle auftreiben, die Steckbriefe. So, als nächstes sollen wir aber... Oh, wir können eine Asselfleischsuppe machen. Ah ne, da fehlen mir ein paar Zutaten für. Dann mache ich halt nur gebratenes Fleisch. So, wir sollen jetzt Chloe ausrauben, um quasi die Schulden zu begleichen. Also, den Arx, den habe ich quasi zurück ins Lager geschickt. Der wartet da auf mich, falls ich ihn nochmal mitnehmen möchte, aber nein, danke. Ich meine, ich habe das Spiel ja vor einer Weile schon mal durchgespielt. Der war mir wirklich auch im Endeffekt sehr suspekt. Also, was er da später auch noch für Sachen gemacht hat, ist schwierig, würde ich sagen. So, jetzt möchte ich Chloe ausrauben. Was willst du, Red? So, das heißt, ich glaube, ich muss hier schleichen. Wie ging das denn? So. Dann lasse ich mich mal... Stellst du dich nicht gerade geschickt an. Ja. Da hast du recht. Okay, die... Stellst du dich nicht gerade geschickt an. Die hat mich gesehen. Ich hoffe, das ist kein Problem. So, und ich... Gut, dann plündere ich mal alles hier. Was finde ich denn so? Eine Wasserflasche. Nee, die lasse ich mal da. Nee, also ich muss später für ihn nämlich so eine gewisse Aufgabe erfüllen für diesen Arx. Und das ist schon ein bisschen grenzwertig. Also ich glaube, der will, dass ich... Oder hat er mir die Aufgabe schon gegeben? Könnte ich ja mal gerade gucken. Wo haben wir ihn denn? Der ist bei den Gefährten. Köpfe müssen rollen. Arx wurde von den Alps ausgestoßen. Er möchte, dass ich die Schädel seiner ehemaligen Verbündeten besorge. Ich soll ihm quasi die Köpfe bringen von den Burschen. Das werde ich auch noch machen. Also das ist eine Aufgabe, die muss ich erfüllen oder kann ich erfüllen, auch ohne, dass ich ihn als Begleiter habe. Weil wenn ich ihn als Begleiter habe, dann ja, redet er immer so komisches Zeug, wenn ich ihn um mich habe. Das lasse ich dann doch lieber. Also seine Aufgabe werde ich auf jeden Fall noch erfüllen. So, aber das ist Chloes Truhe. Da gucke ich mal. Chloes Wertsachen. Sehr gut. Okay, was passiert jetzt? Da ist er. Er hat sich gerade an deinen Sachen vergriffen. Du hast wohl gedacht, du kannst mich beklauen, was? Gib das her. Sofort. Na los, Red. Verschwinde. Okay, Red hat uns verraten. Das ist ein Den bisschen... Rest werde ich mit diesem Dieb alleine klären. Ja gut, den nehme ich dann mit, wenn ich die Köpfe sammle. Das passt auf jeden Fall, ja. Was soll der Scheiß? Du fragst mich, was der Scheiß soll? Du hast mich bestohlen und Red hat es mitbekommen.
Dachtest wohl, eine Frau kann sich nicht wehren? Aber da liegst du falsch. Ich denke, ich werde dir mal ein paar Manieren einprügeln müssen. Okay, Persönlichkeit brauche ich 3. Können wir uns nicht anders einig werden? 1000 Splitter und wir sind quitt. Auf weniger lasse ich mich nicht ein. Wer mich beklaut, muss zahlen. Hab ich nicht. Okay. Ich werde nicht zahlen. Dann bleibt nur zu hoffen, dass du die Wunden überlebst, die ich dir zufügen werde. Zieh deine Waffe. Schauen wir mal. Ja, wer weiß, vielleicht schaffe ich den Kampf. Wow. Okay, nee, die hat ganz schön reingehauen. Ich dachte, ich schaffe es. Aber, Okay. Ja. Da hat der Ray auch nicht mehr viel zu sagen. Wie die ihr Sex an. Ich glaube, da ist sie die Falsche für. Obwohl, die ist die Chefin vom Vergnügungsviertel, aber ich glaube, die Prostituierten, die sind hinten im Bunker, aber das kann ich bei ihr leider nicht sagen. Was machst du da? Oh ja, jetzt gucken die mir zu, wie ich hier klaue. Aber das wäre aber auch eine ganz schön bizarre Situation, wenn die sagt, hey, ich habe dich beim Klauen erwischt. Und ich sag dann, ja, dann schlafe ich halt mit dir, um das wieder gut zu machen. Und die denkt sich, hä, was? Das ergibt nicht unbedingt so Sinn. Okay, aber jetzt muss ich Red mal aus. Gerne wissen, was das denn sollte. Warum habe ich eigentlich kein Schild? Ich glaube, ich sollte mir mal irgendwo ein Schild besorgen. Ja, ich wollte die ungern nur beklauen. Also ich habe tatsächlich gerade einen Akt der Diebe vollzogen statt einem Akt der Liebe. Aber das tat ich jetzt alles nur, um mich auch denen anzuschließen. Ich wollte es ja wieder gut machen. Ich habe ihr ja gesagt, komm, ich gebe dir 1000 Splitter. Aber ich habe leider keine mehr. Sonst hätte ich das wieder gut gemacht. Aber gut. Red, jetzt reden wir mal, Bursche. Halt. Bevor du irgendetwas Überstürztes tust, mein Freund. Ja, ich habe Chloe verraten, dass du sie ausrauben wolltest. Und du hast jeden Grund, mich dafür zu bestrafen. Oje. Warum hast du mich verraten? Schön, dass du dich entschlossen hast, mir nicht volles Pfund aufs Maul zu geben. Dieses Verhalten ist auch wirklich etwas altbacken, findest du nicht? Naja, wie auch immer. Dann lass mich mal erklären, was ich mir dabei gedacht habe, dich bei Chloe anzuschwärzen. Ich habe das nicht umsonst getan. Wir beide haben jetzt einen großen Vorteil davon, dass ich dich verpfiffen habe. Wovon redest du da? Ich habe jetzt Chloes Vertrauen. Und das kommt auch dir zugute. Die Wertsachen von Chloe hätten ihre Schulden niemals gedeckt. Also habe ich mir gedacht, du willst wissen, warum sie den Tribut an den Duke nicht zahlen kann, und ich will meine Schulden bei ihr loswerden. Gut zugegeben, du weißt noch immer nicht, warum sie nicht zahlen kann, aber dafür habe ich jetzt ihr Vertrauen. Gib mir ein oder zwei Tage und ich kriege heraus, wo ihre ganzen Splitter hinfließen und warum sie nicht mehr zahlen kann. Der alte Red gibt sich nicht mit halben Sachen zufrieden. Ja, gut. Du hättest mir sagen können, was du vorhast. Hätte ich, aber ich kenne dich nicht gut genug. Du musst wissen, ich mag es, wenn ein Plan funktioniert. Und solange ich absolut alle Parameter unter Kontrolle habe, klappen meine Pläne auch. Hätte ich dir davon erzählt, wäre ich das Risiko eingegangen, dass du es versaust. Aber zurück zum Plan. Ich werde Chloe bearbeiten. Komm in ein oder zwei Tagen wieder. Oh, Chloe bearbeiten. Ich dann schon mehr. Triff mich dann in Chloes Laden. Ah, gut. Okay, dann treffe ich ihn mal da. Zeig mir deine Ware. Aber erstmal gucken, was er so im Angebot hat.
Also sind auf jeden Fall schon mal ein paar Klamotten für uns. Aber ich verkaufe erstmal ein bisschen was. Ach, ich habe hier dieses Ignis Artifacts. Das ist eine Waffe, die habe ich bei meinem anderen Spielstand benutzt. Das ist so eine legendäre. Aber ob ich die hier brauchen werde, weiß ich nicht. Vielleicht sollte ich die einfach mal verkaufen. Was haben wir denn sonst noch alles hier, was ich verkaufen kann? Ein Presslufthammer. Nee, den brauche ich ja zum Rohstoffe sammeln. Wo sind denn hier? Hier, Zigarette. Zigarette kann ich verkaufen. Geldbündel. Ja, sonderlich viel habe ich jetzt nicht rausgeholt. Boah, die Sonnenbrille ist aber teuer. Schachterhemd. Ah, es wäre vielleicht was. Aber ich guck mal. Denn ich glaube, ein bisschen warte ich überhaupt angenommen werde. Und dann muss ich meine erste Rüstung wahrscheinlich hier auch kaufen. 2 Minuten wieder da. Ja, okay. So, schauen wir mal, was man hier sonst so erledigen kann. Reden wir einfach mal mit diversen Menschen hier. Ich glaube, das war wirklich früher immer so eine Militärbasis. Ich hab zu tun. So, ja, so möchte ich natürlich später aussehen wie der Typ. Nur ich möchte nicht so zappeln wie er gerade. Aber das hat wirklich was von Judge Dredd. Das würde ich gerne haben. So, wer ist das? Das ist William. Ich glaube, für ihn machen wir das, glaube ich, hier, oder? Siehst du nicht, dass ich zu tun habe? Stör mich jetzt nicht weiter. Dieses Fort regiert sich nicht von alleine. Alles klar. Der freut sich, uns zu sehen. So, habe ich hier mit der Torwache geredet? Hier war gar keine Torwache, dann war die woanders. Naja, gut. Achso. Du gehst mit mir und dem Hund spazieren. Ja. Wenn das technisch möglich ist, mach das ruhig. Ich gehe hier mit Ray spazieren. Der ist auch brav, der folgt mir. Also, der markiert zum Glück nicht sein Revier. Noch ein bisschen Metallschrott gefunden. Das darf ich nicht mitnehmen. Das war wiederum schon. Ist da noch mehr Metallschrott, den ich mitnehmen kann? Hat ja keiner was dagegen anscheinend. Wenn ich mich an diesem riesen Müllhaufen hier so ein bisschen bediene. Auch wenn Bob mir was anderes erzählt hat. So, ich weiß nämlich gar nicht, wo ich überall jetzt schon gewesen bin. Jetzt laufe ich nochmal alles gerade kurz ab. Wenn ich mit denen schon gesprochen habe, dann sagen die mir das ja im Prinzip oder eher nicht. Die haben mir dann nichts mehr zu sagen. So, jetzt bin ich hier mal wieder im Stripclub. Oder was ist das? Das ist so eine Art Stripclub-Bordell. Kneipe-Ding. Ich glaube, mit Cindy konnte ich reden, oder? Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht das Geld aus Versehen einsammelt, sonst verkloppen die mich gleich. Ja, okay, wird ein bisschen schwierig so. Naja, gut, dann gucke ich einfach, was es gibt. Aber ich glaube, hier habe ich auch schon mit allen geredet. Keine Oh, okay.
Okay, die mögen das nicht, wenn ich in die Separés reingehe. Ja, gut. So, hier haben wir nichts einzusammeln. Hier war ich wahrscheinlich schon. Na gut. So, da haben wir die Torwache. Ich habe jetzt keine Zeit. Ach, mit dem habe ich wahrscheinlich schon gesprochen. Okay. Gut. Sehr gut. Dann haben wir das schon hinter uns. Ich kann jetzt nicht. Ach, hallo Tom. Schön, dass du da bist. Okay. Ich glaube, hier bin ich eben schon mal gewesen. Die Lager, die sind hier aber auch groß. Aber das ist da eigentlich auch schön so. Hier hat man eigentlich gut was zu tun. Das ist schon verdächtig. Du bist der Erste, der es kapiert hat. So, hier, die pflanzen ja ganz schön was an. Ich weiß gar nicht, was pflanzen die denn hier an? Also, ich finde ja, also, das sind ja eindeutig Kürbisse, aber das hier sieht mir so ein bisschen verdächtig nach Marihuana aus. Aber ich glaube, die haben ja sowieso ihre Drogenfarmen hier. Die Outlaws sind ja auch ein bisschen bekannter für diese Stim-Spritzen herzustellen, die einen kurzzeitig verbessern können. Die habe ich nie benutzt, weil ich mag so, ich mag, wenn, dann nur so permanente Verbesserungen und nicht welche, die irgendwie nur 30 Sekunden funktionieren. Das ist für mich nicht sonderlich sinnvoll, weil dann macht man kurz irgendeinen Fehler und hat man das komplett vergeudet. Und danach ist immer wieder schwächer. Also dann erarbeite ich mir lieber, dass ich konstant stärker werde, statt mir dauernd irgendwas reinzupfeifen. Ja, genau, Tom. Wie war der Film? Oh, ein Spielzeugdino. Oh, den kann ich sogar mitnehmen. Das ist ja schön. Kann ich sogar dann wieder verkaufen. Oh, jetzt wird es aber, glaube ich, gerade ein bisschen dunkel hier. Ist gar nicht mehr so strahlend. Oh, du warst nicht im Kino? Oh. Das ist schade. Ach, also keinen, der mit dir da rein wollte. Oh, ja. Schade. Ich gucke jetzt mal, wo ich hier die Arena finde. Ich glaube, mit diesem... Ach, wie heißt denn da der Arena-Typ? Ich weiß es gar nicht. Gleich das gleich mal mit dem. So, Liam. Hey, du! Ist doch neu hier. Ich weiß nicht, ob man es dir erklärt hat, aber der Duke, also mein Boss, erhebt Steuern auf sein Territorium. Und ich, armes Schwein, darf sie eintreiben. Und weiter? Ich habe dem Boss schon oft genug erklärt, dass ich kaum dafür geeignet bin. Aber wenn ich ihm die Splitter nicht bringe, legt er mir einen Strick um den Hals oder hetzt mir meine Frau auf den Arsch. Du würdest mir also einen riesigen Gefallen tun, wenn du mir die Kohle gibst, ohne Ärger zu machen. Ich habe nämlich kein Interesse daran, als Krähenfutter zu verenden. Ich glaube, der ist nicht so glücklich verheiratet. Du hast Angst vor deiner Frau? Wenn du mit ihr zusammen wärst, hättest du das auch.
Ich bin nur mit ihr zusammen, weil sie es so wollte. Aber von mir aus kannst du mich später über sie ausfragen. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Also, was ist jetzt mit der Kohle? Ich soll für meine Anwesenheit bezahlen. Na, nicht nur du. Wir alle müssen das, ohne Ausnahme. Also lässt du jetzt ein paar Splitter rüberwachsen? Wenn nicht, muss ich dem Boss Meldung machen. Auch wenn ich das gerne vermeiden möchte. Ich glaube dir kein Wort. Ich bin bis jetzt wirklich freundlich gewesen. Aber wenn du mir die Splitter nicht freiwillig gibst, muss ich sie mir nehmen. Der Boss steht in der Sache ganz klar hinter mir. Also leg es besser nicht darauf an. Jeder weiß, dass ich das tun muss. Und sie werden nicht zögern, mir dabei zu helfen, dir die Taschen zu leeren. Und ob du dann noch in einem Stück bist, wer weiß. Ja, ich will das eigentlich konfliktlos klären, aber... Du willst meine Splitter? Dann zieh deine Waffe. Hast du mir nicht zugehört? Die Jungs hier werden mir sicher zur Seite. Niemand wird dir zu Hilfe eilen. Du bist weder ein Kämpfer, noch hat dich irgendjemand beauftragt, Splitter einzutreiben. Aber... Erspar mir das weitere Theater. Okay, okay. Ich gebe es ja zu, ich wollte dich nur abziehen. Ich verprasse die Splitter meiner Alten, um das Leben erträglicher zu machen. Und wenn ich nicht von Zeit zu Zeit die Kohle ranschaffe, schlägt sie mich zusammen. Oh, das ist natürlich ein Fall von häuslicher Gewalt. Das müssen wir unterbinden. Warum lässt du dich von ihr zusammenschlagen? Wenn ich ihr die Stirn biete, endet das Böse für mich. Ich habe ihr genau einmal gesagt, sie soll ihre Klappe halten. Als nächstes habe ich mich bei Doc auf der Pritsche wiedergefunden, vollgepumpt mit allerlei Mist, damit ich meine Beine wieder fühlen kann. Eine ganze Woche lang konnte ich nur noch Flüssignahrung zu mir nehmen. Wie groß ist die Welt? Die ist eigentlich schon sehr groß. Ich kann dir gleich mal die Karte zeigen, wenn ich aus dem Dialog hier raus bin. Dann zeige ich dir mal kurz, was es so für Gebiete auf der Welt gibt. Und ja, wir werden ja schon ein ganzes Stück hier reisen, aber jetzt bin ich erstmal in dem Lager der Banditen in der Wüste. Erzähl mir mehr über deine Frau. Meine sogenannte Frau, Iron Madison, das Dreckstück, behandelt mich wie Abfall. Wegen ihr ist mein Ruf im Eimer. Jeder Penner lacht über mich. Als mein Vater nie noch am Leben war, lagen die Dinge anders. Vor dem hatten sie Respekt. Jetzt heißt es nur noch, seht, da ist Liam, Nies Sohn, die größte Witzfigur weit und breit. Ich sag dir, irgendwann vergifte ich das Weib und hab meine Ruhe vor ihr und allen anderen. Eine Trennung kommt nicht in Frage? Das Einzige, was mich trennen wird, ist der Kopf von meinen Schultern, wenn ich diesen Schritt gehe. Früher, ja, da hatte sie noch etwas, was man als sympathisch bezeichnen kann. Aber seit der große Boss und die anderen starken Kerle im Fort kein Interesse mehr an ihr zeigen, ist bei ihr eine Sicherung durchgebrannt. Sie konnte es wohl nicht ertragen, dass andere ihren Platz eingenommen haben. Und ihren Frust baut sie jetzt mit Schlägen ab. Wenn sie niemanden findet, schlägt sie den, der ihr am nächsten ist. Aber ich will nicht weiter über sie reden. In Gedanken bin ich eh bei einer anderen. Mhm. Okay. So, also ich zeig dir mal kurz die Map. So, und zwar ist das nämlich auch so, dass in dieser Welt kam irgendwann ein Meteor auf die Erde. Und dann, ja, gab es irgendwie nicht mehr die Zivilisation, Postapokalypse. Und die einen haben sich hier zu diesen Schrottsammlern entwickelt. Die sammeln überall den Schrott aus der alten Welt, aus den Ruinen der Menschen. Andere wiederum sind technologisch total fortschrittlich, die leben hier oben im Norden bei dem Vulkan. Und dann gibt es hier unten im Wald von Hidan, gibt es die Berserker. Die laufen eher so in Rüstungen rum, wie in einem Mittelalter. Also, dafür nutzen die halt Magie, sind aber sonst komplett ohne Technik. Die holzen da Bäume ab und bauen Palisaden und schmieden Waffen. Also jede Fraktion ist komplett was Eigenständiges und man kann sich einer von denen anschließen. Man kann zum Beispiel sagen, ja, die Mittelalter-Fraktion gefällt mir, den werde ich mich anschließen. Und dann ist man die ganze Zeit im Rest des Spiels einer von denen. Und dementsprechend verändert sich auch ein bisschen was so in der Geschichte.
Ich habe das Spiel schon einmal durchgespielt mit den Klerikern und also quasi komplett mit Laserwaffen und Zukunft und Robotern. Oh, die prügelt sich hier. Was ist denn hier los? Achso, die trainieren wahrscheinlich für die Arena da drüben. Ich glaube, ich sollte mal gerade kurz schlafen gehen hier, denn das wird gerade ein bisschen dunkel. Okay, nee, den Käfig sollte ich besser nicht schlafen. Ich trage gerade übrigens auch eine Rüstung von einem der Berserker, also von diesem Mittelalter-Volk, weil ich da zuerst war in dem Spiel und habe mir die mal ein bisschen angeguckt, habe überlegt, vielleicht lese ich mich denen an. Jetzt gucke ich mir gerade hier die Banditen an, also die Outlaws. Die zähmen so ein paar Wölfe, die laufen hier so rum. Die sind halt eher so... Was ist meine Lieblingsfraktion? Das ist echt schwer zu sagen. Unter anderem hier die Outlaws und die Kleriker. Also ich habe es einmal mit den Klerikern durchgespielt. Jetzt bin ich halt überlegen, ob ich jetzt halt hier die Outlaws nehme. Also die sind halt ein bisschen so wie... ich weiß nicht, ob du den Film Mad Max kennst. So an... Den Film erinnert einen hier dieses Gebiet. Oder Fallout zum Beispiel. Das ist... Fallout-Reihe, die kennst du bestimmt. Und davon ist das schon ziemlich inspiriert. Also diese Ruinen der Menschen, also die wohnen hier in... Also die haben sich hier ihre Hütten selbst gebaut aus Metall, Blech und hier stehen überall alte Panzer rum und LKWs, die aber nicht mehr funktionieren. Hier ist zum Beispiel so ein Panzer, auch wenn es gerade ein bisschen dunkel ist. Ich suche gerade einfach mal wirklich ein Bett, damit man noch überhaupt irgendwas erkennt. Das wird nämlich gerade auch für mich ein bisschen dunkel. So, was ist hier? Oh. Ich werde angegriffen, okay. Ja, da haben wir auch gerade gesehen. Ja, hier, der hat auch direkt so einen Cowboy-Hut. Die sind ein bisschen wirklich wie so Outlaws. Der hat gerade so ein Kettensägenschwert gezogen, weil die benutzen hier als Waffen tatsächlich Schrotflinten und Granaten und Kettensägenschwerter. Das Mittelaltervolk benutzt halt als Waffe so Bogen, Schwerter und Magie und die Kleriker, die benutzen da wirklich so Laserwaffen und Psi-Waffen, also so irgendwelche Psycho-Waffen. Ist also natürlich für jeden was dabei, je nachdem, wie man sich da anschließen möchte. Und das ist halt wirklich von dem... wir sehen aus wie Kara... Stimmt's? Und das ist halt auch von diesen Entwicklern von meinem Lieblingsspiel Gothic. Und das ist im Prinzip auch genau wie Gothic. Also nur halt neu ist halt diese Sache mit dieser Fraktion, also dass das so auch so Zukunftssachen gibt. Weil Gothic war immer nur Mittelalter. Hier haben wir jetzt auch Zukunft drin. Aber was bei Gothic mal genauso war, war die ganze Sache mit, dass man sich einer Fraktion anschließen muss. Die sind alle drei komplett anders. Und dann ist man einer von denen, kriegt die Rüstung von denen. Und nur dann kriegt man die auch... gut, hier die leicht, die konnte ich am Anfang kaufen, aber die späteren Rüstungen, die kriegst du nur, wenn du hier im Rang aufsteigst. Wenn du nicht mehr so ein kleiner Anfänger hier bist, so wie der Typ hier, sondern später wirklich so eine Art, ja, so ein Gardist oder sowas wirst, irgendwas im höheren Rang, dann kriegst du auch die höheren Rüstungen und höheren Helm, wie zum Beispiel die Typen hier. Das ist natürlich so das Höchste, was man hier werden kann. Dann sieht man halt so aus. Ja, jetzt hat er schön so einen Popel rausgeschossen. Das ist natürlich praktisch gewesen. Ich suche eigentlich gerade immer noch ein Bett. Du kennst Fallout, ja, das ist schön. Genau, so Typen sind das hier quasi auch. Aber wo finde ich denn ein Bett? Ich muss hier irgendwo mal schlafen, aber jedes Mal, wenn ich in diese Hütten gehe, greifen die mich an. Ach, hier nicht. Okay, hier kann ich schlafen, sehr gut. So, ist direkt schon eine Erleichterung, wie hell das hier wird. Sehr gut. So, dann rede ich mal mit dem Typen von der Arena, weil der kann bestimmt auch einen kleinen Auftrag für uns parat haben. Da hinten ist die Arena. Müssen wir dann ein bisschen kämpfen. Habe ich schon mit Blake geredet? Erzähl mir mehr über den Duke. Er ist jetzt der Boss von's Ganze und ein ziemlich harter Hund. Du solltest ihm nicht krumm kommen.
Apropos dem Duke krumm kommen. Ich hätte da etwas, wofür ich jemanden wie dich brauchen könnte. War ja klar. Was meinst du denn damit? Hast du zu viel zu tun oder was? Es würde sich für dich lohnen. Lass es mich erstmal erklären. Der Duke hat ein Waffenlager, in dem er unter anderem eine Menge Granaten lagert. Und ich verkaufe Granaten. Mein Problem ist, dass er genug Granaten dort lagert, um die Preise kontrollieren zu können. Wenn er sich entschließt, mehr zu verkaufen als ich, dann fallen die Preise plötzlich. Ob ich mal in die Zukunftswelt gehen kann? Ja, kann ich gleich mal gucken. Ich weiß noch nicht, ob ich da war, ob ich mich schon dahin teleportieren kann. Sonst muss ich das mal kurz machen. Dann zeige ich dir zumindest, wie die aussehen. Das kann ich auf jeden Fall machen, aber ob die mich in ihr Lager lassen, ist immer so eine Sache. Und wofür brauchst du jetzt mich? Ich will, dass mindestens 3 Granatenkisten aus Dukes Lager verschwinden. Wie, ist mir egal. Wenn du sie allerdings mir bringst, wäre ich gewillt, mit dir zu teilen. Überleg's dir und sag mir dann Bescheid. Okay, gut, gut. So, dann schaue ich mal. Hier. Die Karte und dann kann ich mich da schon hin teleportieren? Tatsächlich noch nicht, wie es scheint. Ich bin nämlich noch nicht da gewesen. Aber ich... da kann ich nicht hin? Habe ich da nicht schon den Teleporter freigeschaltet? Was ist denn hier passiert? Ich dachte, da hätte ich schon... Bin ich nicht schon da oben? Wieso ist das denn weg? Okay, ich glaube, ich speichere mal und dann... Also mich wundert das jetzt, dass ich da noch nicht hin kann. Ich dachte, da bin ich nämlich schon mal gewesen. Da muss ich ein bisschen weit laufen, um da hinzufinden. Weil hier oben sind die nämlich auch, hier in dieser Basis. Und dort schaltet man Teleporter frei und dann kommt man nämlich auch hier hin. So, ich meine, das hätte ich aber schon gemacht im letzten Stream. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen... Bisschen komisch, aber gut, ich werde es einfach nochmal machen. Bisschen Gegner nebenbei töten ist natürlich auch nicht verkehrt. Was hast du... Nee, du hast, glaube ich, nicht so viel verpasst. Also, ich bin eben schlafen gegangen. Ich habe dem Tom ein bisschen erklärt, was hier gerade so abgeht in dem Spiel. Und er möchte gerne die Zukunftsfraktion sehen. Es gibt ja 3 Fraktionen, Mittelalter, Zukunft und halt hier diese Banditen in der Wüste mit den Schusswaffen. Und ich dachte eigentlich, ich könnte da schon irgendwo hin mit dem Teleporter, aber geht noch nicht. Da haben wir aber schon wieder den komischen Typen, den Arx. Den Gruseltypen, den lassen wir aber mal hier stehen. Der ist tatsächlich auch von einer Zukunftsfraktion, aber der ist quasi früher mal einer von den Bösen gewesen. Das bin ich aber tatsächlich auch. Hatte auch mal früher genau die Rüstung wie er, da wurde ich von meinen eigenen Leuten aber verraten. Und jetzt suche ich quasi einen neuen Platz in der Welt. Aber hier sieht man halt auch schon, dass hier in diesem Gebiet, also alter Volk, hier ist es nämlich die Natur, Bäume quasi. Und da hinten sehen wir auch schon so ein bisschen so ein paar Bauwerke von denen. Die leben schon ganz anders. Die verstehen natürlich nichts davon, von diesen ganzen Stromleitungen, alles was hier durchfließt, was natürlich auch keiner mehr benutzt, weil das alles zerfallen ist. Aber... ist trotzdem ganz schön hier. So, ich versuche aber jetzt mal nach Norden zu kommen. Fahrzeuge kann man nicht benutzen. Nein, das geht nicht. So, ich versuche aber jetzt mal hier den Marker zu setzen. So. Damit ich weiß, wo ich hin muss. Grob oben auf dem Kompass. Also ich war nämlich am Anfang des Spiels nämlich auch ganz schön lange erstmal hier in der Gegend. Hier hat man nämlich auch angefangen. Und dann war das ein ganz komisches Gefühl, auf einmal in die Wüste zu kommen, wo dann die Outlaws sind. Weil erst hast du die ganze Zeit Mittelalter, Schwerter, Schilde, Bögen, Armbrüste.
Und dann auf einmal, zack, bist du da. Und da ist es einfach mal technisch komplett anders. So. So. Wie jeder Fraktion kann man natürlich auch andere Waffen benutzen. Ich bin noch total der Anfänger gerade hier vom Fortschritt her. Das heißt, ich habe auch nur diese eine Axt gerade. Das ist so das Beste, was ich gerade habe. So, mein Kumpel kämpft zum Glück mit. Das ist auch bitter nötig, weil das Spiel tatsächlich ein bisschen knifflig ist, sag ich mal. Also das ist nichts für Anfänger. Oh, wow. Da fällt die Leiche runter. Wollte ich eigentlich plündern. So, und man hat tatsächlich einen Jetpack. den hat man nämlich, weil man einer von diesen Alps war früher mal und die haben halt alle einen Jetpack. Dinosaurier. Ja, genau. Dinosaurier leben hier auch. Exakt. Das waren bestimmt mal früher Echsen, die sind ein bisschen mutiert durch die ganzen, durch dieses ganze nukleare Zeug hier, die Strahlung. Weil das Spiel spielt nämlich ganz weit eigentlich in der Zukunft. Nachdem dieser Komet runterkam. Dieser Komet hat alles verändert. Ich drücke immer die Blockentaste, dabei habe ich gar kein Schild. Schild wäre natürlich auch nicht verkehrt. So, man kann natürlich auch die Gegner plündern und dann das Fleisch, was man da rausholt, kann man dann schön braten und sich damit wieder heilen. Okay, das ist natürlich ein Konverter. Das ist eins der Bauwerke von diesen Alps. Da stecken nämlich immer Menschen rein. Und die Sache ist, also das Spiel heißt ja Elex. Elex ist quasi dieses Zeug, was der Komet ist, so eine Art blaues Material. Und damit kann man zum Beispiel Magie benutzen oder stärker werden. Man kann aber auch unglaublich abhängig davon werden. Und die Alps benutzen halt diese Konverter, um alles Elex zu benutzen. Und das ziehen die quasi auch aus Menschen. Also wenn jemand schon mal Elex genommen hat, nehmen die den, stecken den da rein. Und dann aber das Elex bleibt zurück. Also das ist eine ganz schön fiese Aktion, was sie hier machen. Bin schon dran. So, und ich hoffe, ich überlebe jetzt den weiten Weg erstmal bis nach Norden, wo ich hin möchte. Über Bioshock. Ja, tatsächlich. Das Elex ist ein bisschen wie das Adam. Ja. Also jede Fraktion benutzt quasi dieses Elex anders. Dieses Mittelaltervolk macht aus diesem Elex halt Mana und damit können die Magie benutzen. Die Outlaws benutzen das Elex, um quasi ihre Stims, ihre Drogen herzustellen und sich damit kurzzeitig immer aufzupushen. Und die Kleriker benutzen das überhaupt nicht, dieses Zukunftsvolk. Die nehmen das quasi als Batterie für ihre Laserwaffen. Also das erklärt halt immer so ein bisschen, warum die Völker so unterschiedlich sind. Jeder benutzt das Elex halt anders und hat dann eine ganz eigene Philosophie davon. Das finde ich ist auch so eine ganz spannende Geschichte eigentlich, weil das bei diesen Piranha Bytes Spielen von den Entwicklern, da habe ich mich auch nie so wirklich denen angeschlossen, weil ich jetzt gesagt habe, ich will mit der Waffe kämpfen oder damit, sondern immer, was für Ziele verfolgen die, was wollen die eigentlich? Und ja, so entscheide ich mich dann halt einfach, weil man muss ja auch bedenken, man bleibt einer von denen und wird für die halt im restlichen Verlauf des Spiels kämpfen und ein Mitglied sein.
So, da haben wir jetzt wieder ein paar Dinos. Direkt drei auf einmal. Das ist ein bisschen knifflig. Ich bin schon oft gestorben. Aber ich versuche mal, oh. Rudelführer. Ich versuche den mal gerade mit dem Bogen anzulocken. So nicht, Freundchen. Aua, da hat er mich gerade erwischt. Der ist auch ein bisschen stärker, dieser Rudelführer. Aber hier diese kleinen Raptoren, die sind eher mein Metier. Ich überlasse Ray mal gerade den Anführer, während ich mich jetzt hier gerade heile. Meine Lieblingswaffe in dem Spiel, ich musste mich nicht so ganz so sehr mit dem Kampfsystem auseinandersetzen, weil ich habe das ja als Kleriker durchgespielt und habe halt gemerkt, das ist eigentlich ganz schön praktisch, wenn man Kleriker ist, weil man kann dann mit diesen Psi-Waffen ein schwarzes Loch quasi erschaffen. Und dann habe ich quasi so hingeschossen auf die Gegner und da wurden alle Gegner angesaugt und haben Schaden genommen. Das war eigentlich, fand ich ganz gut. Damit habe ich quasi auch die stärksten Gegner bezwungen, weil ich stand in sicherer Entfernung hinten und ich brauchte zwar immer wieder diese Batterien, um meine Psi-Kraft wieder aufzuladen. Aber das war es wert. Also das war wirklich eigentlich ganz easy, weil im Nahkampf, ich bin dann komplett sicher gewesen vor Nahkampfangriffen, beziehungsweise ich musste immer wieder weglaufen, schwarze Löcher hingeschossen und das Geile ist halt einfach, das Ding zieht halt einfach alle Gegner an, also die in dem Umkreis sind. Und wenn ich das quasi hinter die schieße, werden die halt immer wieder von mir weggezogen und dann kommen die gar nicht an mich ran. Solange bis ich halt noch eine Batterie nehmen muss. Also das war eigentlich ganz cool, war eine ganz gute Kampftaktik. Da hinten sieht man bei der Hütte, da ist es ein bisschen verstrahlt, weil da irgendwelche nuklearen Sachen drin liegen. Oh, ich glaube, der Wolf hat mich gesehen. Ja, komm, locken wir den einfach mal an. In einem sollten wir klarkommen. Aber einfach nicht. Oh, doch, jetzt kommen sie. Eieiei, jetzt kommen sie an. Kann man diesen Menschen, dem Menschensaft ganz entsagen? Wir sind ja quasi gerade auf Entzug im Prinzip. Wir waren ja vorher auch so ein Alp. Wir sahen genauso gruselig aus wie der Ark. Also mit komplett weißer Haut. Ich sollte mal gerade kurz ein bisschen mich entfernen aus dem Kampfgebiet. Das sind dann doch ein paar viele. Wow, okay. Der ist unglaublich schnell. So. So, also, Menschensaft, damit meinst du bestimmt das Elex. Also die Kleriker benutzen das ja zum Beispiel nur wirklich, um ihren Strom anzutreiben. Die sagen ja, nee, wir nehmen das nicht, wir wollen das nicht in unser Organismus haben. Wir sind alle clean. Und dafür nehmen die es dann wirklich nur für diese Batterien. Also das, die entsagen dem halt komplett. Also da ist das wirklich verboten bei denen. Während die anderen das natürlich jetzt für ihre Stims nehmen oder für ihr Mana. Dafür sind zum Beispiel die Mittelalterleute komplett gegen Technik. Also, wenn du da Technik benutzt, das gefällt denen nicht. Also, da die werfen das immer auf so einen riesigen Schrotthaufen, den sie haben. Da kippen sie quasi in so einen Schlund, kippen die halt einfach alles rein. Jeden Schrott, jeden Müll. Weil die verstehen das nicht, diese Technik, die wollen das nicht und die wollen ihre friedliche Idylle haben. Man kann aber tatsächlich auch, wenn man selber dieses Elex einnimmt, dann kann es sein, dass deine Kälte steigt, dass du emotionslos wirst, weil das macht ja deine... Also dieses Elex macht dich halt wirklich emotionslos, wenn du es benutzt. Oh, da fliegt gerade Raumschiff. Wo ist es? Ich habe es gerade nicht gesehen, aber es flog gerade über uns irgendwo vorbei.
Also so Raumgleiter, so Star Wars mäßig fliegen hier auch rum. Das sind nämlich diese Alps, zu denen wir nämlich auch gehört haben. Die so ein bisschen wie das Imperium hier alles unter Kontrolle haben. Genau, und wenn man halt viele Entscheidungen trifft, die halt eher menschlich sind, dann sinkt deine Kälte. Das heißt, du bist immer mehr wieder ein gefühlshafter Mensch. Ein fühlender Mensch im Prinzip, während die anderen, wenn man immer wieder kalte Entscheidungen trifft, die nur auf Logik und Rationalität basieren, dann wird man halt immer gefühlskälter. Und quasi immer mehr wieder zurück zu dem, was man früher mal war. Und je nachdem, welche, ja, was für einen Kältewert man hat, kann man auch andere Dialogoptionen treffen. Und andere Entscheidungen generell später am Ende vom Spiel treffen. Was wir da hinten gerade im Hintergrund sehen, das ist diese Kuppelstadt. Zu der wollte ich nämlich gerade hin, weil da leben zum Beispiel die Kleriker. Das ist nicht deren Hauptbasis, aber mal, die haben einen Teleporter, damit kann ich dann zu deren Hauptbasis hin, in die Ecke, zumindest zu der Vulkangegend. Einfach ganz schnell. Das ist auch eine Sache, die habe ich erst sehr spät herausgefunden, als ich das Spiel eigentlich schon durch hatte. Das fand ich dann auch ja ein bisschen komisch, weil ich mich da echt komplett lange durchgekämpft habe, weil ich wollte ja unbedingt Kleriker werden. 90% Kälte bei dir. Ja, aber na, Kälte ist halt eher Roboterhaftigkeit. Du bist ja, glaube ich, dann doch eher nicht wie ein Roboter. Weil das mit Kälte heißt jetzt nicht hier gut oder böse in dem Spiel. Das ist halt wirklich nur Emotionslosigkeit und wow, okay, der haut rein. Verschissener Bastard! Okay, jetzt sind sie zu zweit auf Ray. Eieiei. Ich mach das. Ja, Ray, übernimm das mal. Aber ich finde das ganze Gegnerdesign eigentlich ganz cool. Also diese Dinosaurier und so. Das gefällt mir schon sehr. Aber ich bin auch immer ein riesen Fan von den Piranha Bytes Spielen. Finde ich immer klasse. Denn damals das Konzept. Moment, ich mach grad den. So, der ist tot. Super. Damals bei Gothic das Konzept, jetzt wo wir nämlich gerade hier diese Kuppelstadt da hinten sehen, vielleicht ist das so eine kleine Anspielung an Gothic, denn die Handlung von Gothic war nämlich so: Es spielt auch im Mittelalter und in so einer Fantasy-Welt. Und da ist es halt so. Die Sträflinge in dem Spiel werden halt in so ein Tal geschmissen, wo sie nie wieder rauskommen, denn da ist eine Kuppel drüber, eine magische Kuppel. Und man kommt zwar lebend rein, aber wenn man nochmal wieder versucht rauszugehen, dann ist man tot einfach. Das Ding tötet einen quasi, diese magische Kuppel. Und quasi ist das ein Gefängnisspiel. Man wird in so ein Gefängnis geworfen und dann kann man sich auch überlegen, wem will man sich anschließen. Will man sich dem alten Lager anschließen, dort wo die Leute arbeiten, die quasi mit der Außenwelt handeln. Das ist nämlich so, der König lässt die Gefangenen da reinwerfen, damit die quasi schuften und dieses magische Erz holen. Das will der König nämlich haben für seine Armee, die braucht er ganz dringend, um die Orks zu bezwingen. Und ja, die Gefangenen lassen sich quasi auf den Deal ein, sagen, ja okay, das machen wir. Wir sind zwar hier eingesperrt, kommen nie wieder raus, aber dann schickst du uns alles, was wir wollen. Du schickst uns Essen, das feinste Essen, Klamotten und auch Frauen und was weiß ich was. Das kriegen die da alles geliefert. Dafür müssen die halt schuften und dieses Erz quasi nach draußen transportieren. Und eine andere Fraktion sagt, nein, das machen wir nicht mit, wir haben uns abgespalten. Wir wollen die magische Barriere sprengen mit diesem Erz. Also diese, also ist quasi ähnlich wie mit dem Elex. Die wollen alle dieses magische Erz. Und mit diesem Erz will das neue Lager quasi diese Barriere sprengen. Und dann gibt es noch eine andere Fraktion, die letzte Fraktion. Das sind so die
Das sind quasi die Sektenspinner, werden die genannt. Die hängen im Sumpf ab und rauchen die ganze Zeit dieses Kraut, was da wächst. Die haben eigentlich mit diesem Erz nichts zu tun. Die chillen halt nur, rauchen ihr Sumpfkraut und kriegen immer Visionen von ihrem Schläfer, der die eines Tages befreien wird. Ist natürlich eine Sache, ob das stimmt oder ob die einfach nur zu viel geraucht haben. Ist auf jeden Fall auch eine ganz witzige Truppe. Und man merkt immer diese Parallele. Also das sind so Sachen, die machen die eigentlich in jedem von ihren Spielen. Immer drei Fraktionen, denen man sich anschließen kann und eine offene Welt. Die Leute sind alle immer so ein bisschen so Haudegen. Oh, was ist denn hier passiert? Da ist ein riesiger Blutfleck. Irgendjemand ist hier anscheinend überfallen worden. Aber da liegt ein Schlafsack. Das ist natürlich auch ganz gut, wenn man zum Beispiel schlafen möchte, wie der Name schon sagt. So, wo war denn die Kuppelstelle? Ach, da war die, okay. Gucke ich mal, ob ich da auch reinkomme in die Kuppelstadt. Ach, hier sind wir auch bei dem Bauernhof gleich. Da wollte ich nämlich hin. Da gibt es nämlich auch schon mal einen Teleporter. Warum ich den noch nicht freigeschaltet habe, weiß ich nicht. Also, ich dachte, den hätte ich eigentlich schon freigeschaltet. Ich bin hier auch schon gewesen. Hier, die Truhe ist leer. Da habe ich nämlich die Hose her, die ich nämlich jetzt trage, glaube ich. Oder nee, da hatte ich eine Hose her, die ich vorher getragen habe. Genau. So, ich laufe nämlich erstmal zum Bauernhof, denn da gibt es diesen Teleporter, wie gesagt. Oh, es gibt ja noch sogar ein paar Kräuter einzusammeln, oder? Nee, das kann ich gar nicht einsammeln. Oh, aber ein Gegner. Eieiei. So, die bauen hier auch irgendwas an, irgendwas zu essen, irgendwelche Kohlköpfe. Ich habe keine Zeit. Okay, die wollen nicht mit mir reden, die wollen arbeiten. So, und hier den Teleporter habe ich auch erst sehr spät mal gefunden. Aber jetzt können wir quasi immer wieder hierhin zurück, wenn wir wollen. Teleporter Kleine Farm wurde aktiviert. Fiona. Oh, hier wurde eine Fiona beerdigt. Okay, das ist natürlich bitter. Wow. Okay, da kommt jetzt noch so ein Critter raus. Hm, blutige Flecken wieder. Hm. Irgendwas kann ich hier doch bestimmt auch wieder einsammeln. Es ist hier gerade auch so ein leichter Regen, der auf uns runterprasselt. Ich finde das in den Spielen aber auch so witzig. Hier sind diese Mittelalter-Leute und da hinten sind halt wieder so Strommasten und Dinosaurier dazwischen und das ist ganz witzig. Findet man überall auch so Dosenbier. Also, das ist ein ganz interessanter Genre-Mix eigentlich. Beziehungsweise so ein Szenario-Mix, diese verschiedenen Zeiten, die hier quasi ungewollt aufeinandertreffen. Ein Elex-Trank mal gefunden. Mal schauen, was es da oben noch gibt. Ich brauche aber unbedingt auch eine neue Waffe und vor allem auch ein Schild oder irgendwas, mit dem ich blocken kann, solange ich nämlich hier im Nahkampf noch mich befinde. Ich möchte irgendwann mal gerne Schrotflinten und sowas benutzen, weil ich wahrscheinlich diesmal ein Outlaw werde.
Oh, Campingstuhl. Ja, genau. Ich setze mich hier gerade einfach auf den Campingstuhl. Genieße mir mal ein bisschen den Regen. Nein, eigentlich wollte ich einsammeln, was hier liegt. Dietrich. Oh, da oben ist, glaube ich, eine Truhe drauf. Du bekommst deinen Trinken nicht auf. Hm. Oh, ich habe gerade eine Sonnenbrille gefunden. Na, das ist doch mal was. Dann werde ich die doch mal gerade hier benutzen. So. Und was habe ich noch gefunden? Ein Amulett. Okay, das Amulett brauche ich nicht, aber hier sind wir jetzt. Mit der Sonnenbrille. Und einer mittelalterlichen Rüstung. Das ist schon eine interessante Mischung. So, wer liegt denn hier? Arkas. Rez. Oh, hier können wir auch schön aufs Meer blicken. Aber ist jetzt der Nebel drüber? Ist das überhaupt das Meer oder erzähle ich jetzt gerade Blödsinn? Ist das einfach nur Gebirge? Nee, tatsächlich ist da ein bisschen mehr. Ja, gut. Das sieht man an anderer Stelle ein bisschen besser. Wir sind jetzt gerade aber auch ziemlich hoch, merke ich gerade. Eieiei. Ja, coole Sonnenbrille, danke. Die hat sogar eine Funktion tatsächlich. Das ist ja nämlich nicht nur eine normale Sonnenbrille, das ist ja so eine Art Techno, denn das zeigt mir die Gegner da an. Also ein bisschen früher. Deswegen ist sie auch im Dunkeln nutzbar. Das ist eher so eine Art Cyberpunk-Sonnenbrille. So, zu dieser Ruine da hinten. Da weiß ich, da sind Gegner drin, die sind ein bisschen heftig. Und außerdem ist es da, glaube ich, ein bisschen verstrahlt. Aber das Geldbündel sammle ich ein, das Elixit. Man bezahlt hier quasi auch mit diesem Elixit. Also dieses Elixit sind Splitter vom Elex. Deswegen, man spricht hier immer von Splitter, wenn man sagt, also wenn man irgendwie handelt, ach komm, gib mir 20 Splitter und ich sag dir, wo es ist. Das sind halt alles Fragmente von diesem Elex. Also das alte Geld ist hier überhaupt nicht wertvoll. Das war bei Gothic nämlich auch so mit dem Erz. Da hat man auch nur mit dem Erz bezahlt. Statt mit Geld. Denn innerhalb der Barriere in diesem Gefängnis ist Geld nichts wert. Oh, irgendwas krabbelt hier rum. Oder nee, das waren, glaube ich, das waren die Vögel, die hier weggeflogen sind gerade. Naja, gut. Dann versuche ich mal gerade da hochzukommen, zu dieser Kuppelstadt, damit ich dem Tom auch gleich mal die Kleriker zeigen kann, so ein bisschen. Denn da gibt es einen Teleporter, wie gesagt, der führt mich zurück, der führt mich in die Lava-Welt. Und da kann man die schon mal ein bisschen besser betrachten. Denn die Kleriker, die sind auch cool. Also den habe ich mich ja bei meinem Durchgang, als ich das durchgespielt habe, angeschlossen. Ich finde das eigentlich immer ganz cool so, weil die schrauben die ganze Zeit an Robotern rum. Diese Plasma-Waffen habe ich nicht benutzt. Aber ich fand halt die Psy-Waffen ganz cool. Das hätte ich noch nicht gedacht, dass ich die jemals benutzen werde, aber... So, schön, dass man aus dem Kampf fliehen kann, aber die meisten Viecher, die spucken dann dennoch so ein ekelhaftes Geglibber auf einen. So, der eine ist zum Glück gerade abgelenkt, weil er versucht, zu uns hochzukommen. Ah, jetzt kommt Ray hinterher. Ja, das war jetzt nicht so mein Plan. Ich wollte eigentlich, dass er... Ah, den hat er gar nicht so viel Schaden zugefügt. Das Biest kaufe ich mir. Oh, Ray nimmt zum Beispiel gerade eine Pistole... ein Gewehr. Man sieht. Der hat gerade im Nahkampf gekämpft. Der hat aber auch so ein Bolzenschuss-Ding. Also, da schießt irgendwelche Speere oder sowas. Okay, jetzt hat er aufgegeben wieder. Man muss auch nicht unbedingt mit einem Begleiter rumlaufen. Das ist jedem
selbst überlassen, aber ich finde das praktisch und das Spiel ist teilweise ein bisschen knifflig, da ist das eigentlich eine große Hilfe. Ich bin gar nicht so gut im Bogenschießen. Oh, weil ich zum Beispiel keine Pfeile mehr habe. Na komm, Ray, mach das mal hier. Ach, der ist tot. Ah, Ray hat den bereits getötet. Ja, sehr gut. Dich behalte ich, Ray. Das Biest kaufe ich mir. Noch jeder von den Begleitern hat auch so einen Nahkampfangriff und einen Fernkampfangriff. Meistens ein Schwert und irgendeine Schusswaffe. Ach, das ist immer die falsche Taste, die ich drücke zum Blocken. Ich war noch zu sehr die Dark Souls-Steuerung gewöhnt. Oh, okay, das war jetzt ein heftiger Angriff. Das ist aber auch ein hässlicher Vogel, dieses Vieh. Oh, jetzt hat er Ray umgenietet. Ja, aber der steht gleich wieder auf, wenn der Kampf vorbei ist. Okay, jetzt muss ich versuchen, ob ich das auch überhaupt alleine schaffen kann ohne Ray, aber... Oh, wow! Jetzt bin ich gerade unglaublich schnell gestorben. Jetzt hat er Ray und mich gerade umgenietet. Naja. Ich dachte, jetzt schaffe ich das vielleicht, aber der hat einen richtig guten Serienangriff gerade gemacht. Ah, Mist, jetzt lebt natürlich. Es leben natürlich beide wieder. Ah, naja. Vielleicht sollte ich es versuchen zu umgehen. Komme ich da hoch eigentlich? Ja, okay. Vielleicht kann ich da einfach hochfliegen, wo ich gerade hin möchte. Ist noch jemand da? Steht der Stream noch? Ja, achso, okay, gut, gut. Sehr gut. Ach, da oben ist die Brücke. Ja, da muss ich irgendwie rauf. Dieser Titanfisch wieder. Okay, den Hornwolf, den schaffen wir. Ray, bitte kämpf mit. Dafür habe ich dich dabei. Oh. Okay, den haben wir erledigt.
Ist das denn ein Schredder, der Papier ausspuckt? Ich meine, den Waschbären erkenne ich, aber... Das sieht aus wie so ein Schredder, aus dem Spaghetti kommen. Was du da jetzt geschickt hast. Oh, was haben wir denn da für ein Vieh? Was ist das denn? Ein Reißer. Boah, der haut aber auch rein. Oh, und da hinten läuft direkt ein Troll auf uns zu. Ja, okay, gut. Da, ich sollte mich aus diesem Gebiet ein bisschen entfernen. Beziehungsweise ich renne mal hier hoch. Was stickt der mir da jetzt zur Sache? Oh, ja, da flucht er aber ein bisschen. Da ist der Ray sauer. So. Hinten sieht man wieder so eine schöne Autoruine. Und so ein kleiner... Ah, hier auch. Ja, sehr schön. Das nehmen die hier als Barrikade. Haben die ein bisschen zweckentfremdet. Hier das ist so eine alte Autobahn. Ah, gut. Ich gehe mal ein bisschen weg von dem ganzen Monsterzeug. Und gehe ein bisschen zu auf diese schöne Kuppelstadt. Oh, 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 okay, da. Die geben nicht auf, die Viecher. So große Konstrukte haben ihn schon immer interessiert. So, jetzt haben wir den Teleporter aktiviert hier, aber auch den zum Hort. Dieser Teleporter hat eine Verbindung zu einem weiteren, der sehr weit entfernt von dir ist. Ah. Scheinbar habe ich gerade noch einen weiteren Teleporter in der Nähe des Horts der Kleriker in Ignaton aktiviert. So, weil bei mir war das nämlich damals so, als ich das durchgespielt habe, vor ein paar Monaten, dass ich nämlich hier zwar gewesen bin, habe das Ding aktiviert, aber erst nachdem ich schon bei den Klerikern war, weil ich habe mir echt gedacht, okay, ich möchte Kleriker werden, ach, was schickt ihr mir denn da für komisches Zeug? Oh Mann, ey. Ich bin nämlich tatsächlich hier von Edan aus, zack, hier entlang durch die ganze Gegend, dann bis hier oben hin. So. Ich wusste nicht, dass ich einfach nur bis hier hingehen muss. Und wenn ich diesen Teleporter von gerade aktiviere, ist nämlich auch der hier aktiviert. So. Und dann werde ich da jetzt mal mich hinteleportieren. Denn das wollte der Tom ja sehen. Ich weiß gar nicht, ob die mich ins Lager lassen, aber zumindest kann ich ihm mal zeigen, so grob, wie es hier dann aussieht. Bei den Berserkern selber war ich ja jetzt auch noch nicht. Werde ich gleich auch mal kurz machen. Aber immerhin, der Fallout Boy. Der Fallout Boy, der Vault Boy. Fallout Boy war doch eine Band. Aber den gibt's ja auch als Emoji. So, hier sind wir nämlich in der vulkanischen Gegend und das hier, das ist der Hort. Man sieht auch direkt schon, hier wird man mit einem Monitor begrüßt. Also, die sind eigentlich also sehr technisch fortschrittlich. Die haben Computer, Maschinen, Roboter, Laserwaffen. So, ich guck mal, ob die mich reinlassen, aber zumindest zeige ich euch mal einen Kleriker. Hinten sieht man aber schon so eine Art Mech stehen. Also so ein Riesenroboter. Halt, Fremder! Keinen Schritt weiter! Du betrittst den heiligen Boden Kalans! Nur neue Rekruten, vollwertige Kleriker oder Händler mit Passierschein dürfen den Hort betreten. War ja klar. Wo bin ich hier? Du bist im Hort der Kleriker. Der letzten Bastion gegen die Bedrohung dieser Elex-verseuchten Alps aus dem Norden. Was schickt ihr da? Oh Mann. Also, wie komme ich hinein? Überhaupt nicht. Wie cool der jetzt einfach aussieht mit der Sonnenbrille. Wenn du von einem Suggestor dazu auserwählt wurdest, die Reihen der Kleriker zu verstärken oder einen Handelsausweis besitzt, darfst du den Hort nicht betreten. Kannst du nicht für mich eine Ausnahme machen? Nein, ich bin nicht dazu befugt, neue Akolyten für uns anzuwerben.
Wie werde ich von einem Suggesto auserwählt? Finde einen, der dich für würdig erachtet. Wir haben rekrutierende Suggestoren im ganzen Land. Rainer zum Beispiel. Er rekrutiert Männer in ganz Abessa. Aber auch er wird nur Leute rekrutieren, die keiner Gemeinschaft angehören. Woher kriege ich einen Handelsausweis? Woher bekomme ich einen Handelsausweis? Gar nicht. Außer du findest einen Händler, der dir seinen schenkt. Hier, ich hoffe, das reicht, damit du mich durchlässt. Vergiss das ganz schnell wieder. Behalte dein Elixit. Das kannst du vielleicht bei den Outlaws versuchen, aber hier herrschen klare Regeln und die werden nicht gebrochen. Aber wenn du unbedingt ins Lager willst, ich hätte da einen Vorschlag für dich. Allerdings werde ich irgendwann einen Gefallen von dir einfordern, den du zu meiner Zufriedenheit erledigen wirst. Ja gut, machen wir das einfach mal. Alles klar. Gut, wir haben eine Abmachung. Bevor ich dich reinlasse, muss ich dich noch über einige Dinge informieren. Privater Elex-Besitz ist strengstens verboten. Das gilt natürlich nicht für Elexit-Splitter. Sie enthalten zu wenig Elex. Wer beim Konsum von Elex erwischt wird, hat sich freiwillig bei den Suggestoren zu melden, um die Umerziehung einzuleiten. Wer neue Rekruten herbringt, hat sich für sie zu verantworten. Kalans Gesetze stehen über allem. Und falls du dich wunderst, seit der letzten Schlacht gegen die Alps sind unsere Zahlen stark geschwunden. Diese Stadt ist zu Teilen eine echte Geisterstadt geworden. Aber trotzdem gilt, neue Rekruten müssen sich für den Hort einsetzen, bevor sie in den ersten Rang eines Akolyten aufsteigen dürfen. Das war's. Du darfst dich jetzt im Hort frei bewegen. Dankeschön. Ja, gut. Dann, gehe ich einfach mal rein. Ja, dachte ich jetzt nicht, dass ich so schnell hier reinkomme. Das ist natürlich schön. Dann kann ich dem Tom das zeigen. Welches Bild meinst du, was du mir geschickt hattest? Also, so, hier haben wir zum Beispiel einen Roboter. Hier kann man jetzt reingehen. Das ist die Kantine. Die haben hier Leuchtreklamen. Das sieht wirklich so Cyberpunk-mäßig aus. Wenn man versucht, mich zu perforieren, zähle ich auf dich. Du willst, dass ich deinen Mist ausbade? Nein, aber du hast das Kommando. Und du schleppst mich in die Höhle des Löwen. Mach dich locker. Das gehört sich aber nicht. So, die haben jetzt zum Beispiel auch Automaten, an denen kann man Heiltränke ziehen. Ah, mir fehlt was, okay. Ein Bier kaufen. Zieh ich mal gerade ein Bier am Automaten. Schön, jetzt habe ich ein Bier. Damit kann man sich auch wieder heilen. Also man sieht schon, das ist echt schon technologisch richtig fortschrittlich. Die haben sogar hier diese kleinen, die fahren hier einfach überall rum. Das fand ich auch witzig, dass sie das eingebaut haben. Ja, so sieht es jedenfalls bei denen aus. Also, den habe ich mich nämlich angeschlossen. Das fand ich nämlich richtig cool hier. Ich bin ja witzigerweise bei Nacht aufgetaucht. Und nachts ist das nochmal irgendwie ein richtig schönerer Anblick, weil diese ganzen, diese Leuchtstreifen überall, dieses Neonartige, das wirkt halt nachts sehr cool. Das hat dann echt was von so einem Blade Runner-artigen Film, vor allem wenn dann noch wie gerade eben kurz der Regen noch wieder dazu kommt, der auch so schön erleuchtet wird. Sehr cool. Dann habe ich das irgendwann erstmal später bei Tag gesehen und ich wusste gar nicht, dass das hier quasi offen ist oben. Das ist ganz interessant. Denn wenn es dunkel ist, ich dachte, das wäre wirklich in so einer Art Höhle oder sowas. Aber gut, dann kann der Regen ja natürlich auch nicht reinkommen. Was habe ich mir dabei eigentlich gedacht? Ich gebe dem Nachhinein nicht so viel Sinn. Ach so, ja, genau, ich weiß das, was du meinst. Ja. Ja, das ist wirklich eine schöne Welt. Oh, hier fliegen sogar Drohnen rum. Also finde ich auch mal schön, dass die Entwickler mal was gemacht haben mit Zukunft. Also generell diese Sci-Fi-Elemente, weil die haben echt immer nur diese Fantasy-Sachen gemacht. Beziehungsweise in Risen kam noch sehr viel Piratenzeug rein. Also Risen haben die auch gemacht, die Risen-Reihe. Und da, das war ziemlich mit Tropen, Südsee, Piraten, Voodoo und so Geschichten. Das fand ich auch ganz cool. Und jetzt haben die quasi ihre neue Reihe angefangen mit Elex. Aber jetzt teleportiere ich mich mal gerade zurück. Ich habe nämlich gerade den Teleporter hier drin aktiviert. Das heißt,
sogar in den Hort rein kann ich mich jetzt teleportieren, ohne Probleme. Jetzt gehe ich mal gerade zu den Berserkern ins Lager. Da war ich ja noch nicht. Am besten direkt mal vors Lager, dann kann ich schön durchs Lager laufen. Ach, hallo, du bist neu dazugekommen? Ja. Schön, dass du da bist, Tulfa-Fan. Ich trinke mal gerade einen Schluck. So. Alles klar, hier sind wir nämlich bei den Berserkern. So, das ist natürlich jetzt ein Kulturschock, dass ich hier jetzt mit meiner Sonnenbrille rumlaufe. Immerhin haben die geändert, dass man... Die Berserkerstadt. Ich war hier einmal. Ich hab's gehasst. Hoffentlich erkennt mich niemand. Ja, ich glaube, ein Outlaw wird hier auffallen. Aber immerhin haben sie geändert, dass man die Sonnenbrille jetzt nicht mehr auszieht, wenn man mit Menschen redet, weil vorher war das, also das ist ja immer noch drin, dass wenn man mit Leuten redet, der Helm ausgeblendet wird, warum auch immer. Das mag ich irgendwie nicht. Ich möchte, also es wirkt für mich immer komisch. Ich rede mit Leuten und zack, ist mein Helm auf einmal weg und dann bin ich nach dem Gespräch, habe ich ihn wieder auf. Vor allem, da das ohne Animation stattfindet. Das war bei den Sonnenbrillen und so genauso. Aber das haben sie jetzt geändert. Die Sonnenbrille behält er jetzt im Gespräch. Das war anscheinend genauso programmiert, dass er einfach jegliche Kopfbedeckung auszieht im Gespräch. Ein Kumpel hat mich empfohlen. Oh, welcher Kumpel denn? Das ist ja nett gewesen von dem. So, hier sieht man schon bei den Berserkern. Die leben schon wirklich wie im Mittelalter. Ist aber auch cool. Also wer wirklich so noch ein bisschen wie in Gothic sich den Leuten anschließen möchte und nicht zu viel Neues erwarten möchte, der... Also nicht zu viel Neues im Prinzip, also im Sinne von szenariomäßig, der sagt, ich möchte beim Schwert bleiben, Bogen etc., Magie, der kann sich hier wie zu Hause fühlen. Ach, der Tom. Naja, cool, ja, der ist ja auch dabei. Sehr schön. Die Sonnenbrille sieht sehr gut aus. Ja, das meintest du ja. Das ist, ist schon cool, ne? Also der sieht schon echt cool aus mit der Sonnenbrille tatsächlich. Also die kann ich ja jetzt erstmal anlassen tatsächlich. Oh, wie oft sage ich jetzt noch tatsächlich? Weil die auch eine Funktion hat. Also damit habe ich einfach mehr Gegner auf dem Radar. So, da oben sieht man, da stellen die nämlich in ihrem Mana-Turm ihre Magie her. Das tröpfelt da irgendwie so runter. Da oben, da haben die dieses Elex reingespannt und das tropft halt da runter irgendwie. Ich kenne den Mechanismus auch nicht. Ich bin halt kein Magier, ich verstehe das nicht. Aber hier sehen wir das, hier ist Kaldrem, der oberste von den Magiern. Ist das so? Ich weiß es gar nicht genau. Und hier... In der Lava stellen die anscheinend das Mana her. Wenn ich das richtig verstanden habe. Kann man die Frisur ändern? Nein, leider nicht. Leider nicht. Das geht überhaupt nicht. Ist jetzt auch nicht unbedingt meine persönliche... favorisierte Frisur, also ich, in Gothic war das wirklich ein bisschen cooler, da hat er echt ein bisschen längere Haare noch gehabt. So, wo wollte ich denn jetzt gerade hin? Ich wollte nämlich gerade mal kurz gucken. Ich wollte nämlich unten die Setzlinge zeigen, denn, die stellen nämlich so ganz interessante Sachen hierher. In dem Lager. Die pflanzen nämlich diese Setzlinge an. Da unten sehen wir das. Und manchmal werden diese Setzlinge zu... Den ganzen Tag hier im Wasser zu strampeln.
Ja, Ray, genau. So, die werden dann manchmal zu Weltenherzen. Und mit Weltenherzen kann man quasi so ein bisschen Natur erschaffen. Und das machen die quasi. Das ist so deren Aufgabe und Ziel. Die wollen nämlich einfach überall in der Welt. Das haben die zum Beispiel auch in der Wüste vor. Diese Dinger hier einpflanzen und dann wächst da wieder grün. Das sind quasi hier die Naturburschen. So, ich teleportiere mich mal gerade. Ja, hier, wenn ich mein Inventar öffne, das ist ja so ein Hologramm. So wie bei Dead Space. Dann sind die ein bisschen angesäuert. Weil ich einfach diese Technik nutze. Ja, ein Afro wäre natürlich echt gut. Das, so habe ich damals in GTA San Andreas immer gespielt. Wenn man ein Afro gegeben. Da habe ich eine gute Waffe in dem Haus da gefunden. Danach musste ich leider fliehen. Genau, das hier ist quasi das Gebäude von dem Boss. So, und man sieht auch schon, das war früher mal ein Hotel. Das wissen die aber nicht, weil für die ist das ja nur eine Ruine der alten Welt. Und hier sehen wir noch die Drehtür. Da haben sie einfach mal diese Stacheln reingebaut, diese Holzstacheln. Bäume wachsen hier schon durch die Decke. Und hier auf einem Thron sitzt der oberste Anführer der Berserker, Ragnar. Du wolltest einen Bericht aus einer anderen Stadt. Was hast du herausgefunden? Das ist ja schlimm. Aus Versehen den falschen Knopf gedrückt und dann den Stream verlassen. Ja, du bist ja ganz schlimmer. Ich bin im Fort gewesen. Dann raus damit, was hast du gesehen? Eine gut befestigte Stellung und viele Waffen. Und ihre Mannstärke? Beachtlich. Ich hatte immer gehofft, dass die Outlaws sich selbst zerfleischen. Aber besser, ich behalte sie im Hinterkopf. Hier, nimm das. Ich habe den Hort der Kleriker aufgesucht. Dann bist du weit gekommen und hast hoffentlich die Augen offen gehalten. Also, wie ist es um ihre Stärke bestellt? Sie haben eine schlagkräftige Kriegsmaschinerie. Dennoch ist ihre Mannstärke gering. Das macht sie nicht weniger gefährlich. Wie sind ihre Kräfte verteilt? Ihr Augenmerk richtet sich hauptsächlich gegen die Alps. Dann haben wenigstens sie erkannt, wer der wahre Feind ist. Hier, für deinen Bericht. Ja, sehr gut. So, jetzt habe ich schon mal ein bisschen Splitter gesammelt und Erfahrung. Einfach nur, weil ich jetzt gerade im Hort war und schon bei den Outlaws war. Das war jetzt gar nicht so von mir geplant. Ich dachte, vielleicht hat er irgendwas zu sagen. Später habe ich vielleicht Zeit. Okay, die Dame hat später für mich Zeit. Ja, wer weiß. Ja, wie geht's? Ja, mir geht's gut. Und dir? So, jetzt habe ich einfach mal alle drei Fraktionen gezeigt. Oh, hier sieht man auch, hier staunen die das Wasser so ein bisschen. Ach, da hinten, genau, da ist dieser Wasserfall. Spiel mit deinem Tech-Zeug woanders rum. Ja, der hat gesehen, dass ich jetzt mit dem Jetpack hier geflogen bin. Das gefällt denen nicht. Das ist immer ganz witzig. Aber die greifen mich jetzt nicht deswegen an, weil das sind ja so Spielelemente, das habe ich mir ja nicht ausgesucht. Die hast du halt immer. Du hast immer den Jetpack und den Inventar halt im Arm, also per Hologramm. Hui, das ist eigentlich ganz schön, dass man den Jetpack hat. Dann kann man sich schon mal das Leben retten, wenn man irgendwo runterfällt. Euch geht's auch gut, na, das ist super. Oh, das ist aber lieb von dir. Wieso habe ich nicht mehr Zuschauer? Wäre verdient. Oh. Ich weiß nicht. Ich bin vielleicht ein bisschen spät dran mit dem ganzen Streaming-Zeug und so. Da haben sich ja andere Leute schon vorher etabliert und die stehen halt eher auf andere Arten von Let's Plays und sowas. Okay, dann was mache ich jetzt? Wo gehe ich weiter? Welche Fraktion findet ihr eigentlich bis jetzt, also die alle Fraktionen jetzt gesehen haben? Welche findet ihr so bis jetzt am interessantesten? Was würde euch am meisten zusagen? Nur so aus Interesse gefragt. Ich glaube, ich begebe mich mal wieder
Was mache ich jetzt eigentlich? In der Arena wollte ich ja eigentlich noch einen Kampf führen. Also wieder den Outlaws in die Wüste. Ach, da habe ich auch nur einen Teleporter bis jetzt. Die Zukunftsfraktionen. Okay. Bis eben eine rauchen. Ja, ja, mach du mal. Die Zukunftsfraktion. Ja, genau. Also ich habe mich ja den Klerikern auch schon mal angeschlossen. Beim Stream wollte ich jetzt halt am ausprobieren. Deswegen werde ich mich wahrscheinlich hier den Outlaws anschließen. Einfach, um mal... So, mein Freund. Es ist wieder Zahltag. Da du das letzte Mal artig bezahlt hast, sind es ab jetzt nur noch 100 Splitter. Na, was hältst du davon? Nee, kannst du knicken. Kannst du knicken. Vergiss es, ich bezahle nicht. Überleg's dir gut, Freundchen. Du willst mich nicht zu deinem Feind. Was? Ich hab nicht mal zwei... Es ist mir egal, ich werde nicht bezahlen. Tja, dann haben wir zwei wohl jetzt ein Problem. Leute, die nicht zahlen, schaden dem Vor. Und wer dem Vor schadet, muss weg. Und wenn jemand weg muss, dann sorge ich dafür. Okay, der ist ein bisschen stark, sehe ich schon. Der ist nämlich über meinem Level. Und Ray hilft mir nicht. Warum hilfst du mir nicht, Ray? Eieiei. Okay, aber die Hälfte habe ich ihm schon mal abgezogen. Ich hoffe mal, den Rest schaffe ich auch genauso. Easy. Okay, wow, okay, nur noch ein Angriff. So. Gut, das war's mit Spike. Der ist jetzt endgültig tot. Wow, der ist nicht nur bewusstlos. Den haben wir jetzt gerade eiskalt umgebracht. Naja gut, er wollte uns eh verarschen. Was sind meine Lieblingsgegner im Spiel? Was sind meine Lieblingsgegner? Wahrscheinlich irgendwelche von diesen Dinosauriern. Würde ich jetzt... weil die Duell am besten gefallen. Ich bin halt großer Dinosaurier-Fan. Und von daher würde ich schon sagen... Ja. Dinosaurier. So, ich brauche mal so langsam eine Rüstung von denen. Ich will mich denen ja auch irgendwann mal anschließen. Am besten schalte ich auch mal den anderen Teleporter hier frei, der bei dem Boss von denen ist, beim Logan. Hier sehen wir auch schon so einen riesigen Bunker, so eine riesige Klappe. Ich weiß nicht, vielleicht war das früher mal so eine Art Raketentestgelände. Irgendwie sowas, so sieht das zumindest aus. Ja, das ist Iron Madison. Das ist nämlich die Frau von diesem... Ach, wie hieß der? Liam hieß er, glaube ich. Der unglücklich verheiratet ist mit der Dame. Und die ist echt... Ein Zuckerstückchen, also wirklich, wenn man mit der mal redet, die, da kann man gar nicht verstehen, warum der sich von ihr trennen möchte. Hey, bleib mal stehen. Gibt es ein Problem? Nein. Ich wollte nur wissen, wer sich neuerdings hier rumdrückt. Vertrauenserweckend siehst du nicht gerade aus. Aber mein Spielzeug Liam ist auch nicht gerade eine Augenweide. Ja. Dein Spielzeug? Ja.
Er ist mein Eigentum. Und mehr musst du auch nicht darüber wissen. Kommen wir aber zum Wesentlichen. Ich habe die Aufsicht über den Käfig und prügel den Gefangenen Respekt ein. Vergiss das nicht, wenn du vorhast, dich daneben zu benehmen. Wo habe ich die Rüstung her? Die habe ich tatsächlich bei den Berserkern am Anfang gekauft, bei meinem ersten Stream von dem Spiel hier. Da habe ich mir die einfach mal bei irgendeinem Händler geholt, weil ich dachte mir, irgendeine Rüstung brauche ich. Und ich war halt zuerst bei den Berserkern und deswegen habe ich die immer noch an. Ich hätte gerne neue, aber eine bessere kriege ich halt erst, wenn ich mich jemandem anschließe. Ja, das ist echt eine sehr nette Frau. Ja, das ist wirklich ein Zuckerstückchen. Werden oft Gefangene gemacht? Wir haben kein Interesse daran, dass unsere Köter uns das fressen. Ja, genau, das ist die Janine. Also ja. Brauchen wir stetig Nachschub, den wir an sie verfüttern können. Wenn also jemand die Grenze nach Tavar überquert, muss er sich nicht wundern, wenn er von mir zubereitet wird. Unser letzter Neuzugang ist ein Kleriker namens Frank. Wirf ruhig einen Blick auf ihn, wenn du willst. Mache ich nachher noch irgendwas anderes? Welchem Sinne? Außer streamen oder anderes Spiel? Oder wie meinst du das? So. Erzähl mir mehr über Frank. Dieses Würstchen glaubt noch immer, sein erbärmlicher Gott wird jemanden zu seiner Rettung schicken. Aber hier bin ich Gott. Und das wird er auch merken, wenn ich ihm mit meinem Eisenknüppel den Schädel perforiere. Oh ja, das ist ja wirklich eine sehr sensible Frau auch. Also wirklich, die Frau ist emotional, zart wie ein Gänseblümchen. Warum haltet ihr ihn hier fest? Der Du will von Zeit zu Zeit wissen, was in der Welt vor sich geht. Anstatt ein paar Späher zu verheizen, ist es einfacher, die benötigten Informationen aus einem Gefangenen herauszupressen. Außerdem hebt es die Moral, wenn der Duke so demonstrieren kann, dass er der Herr der Wüste ist. Ach ja, wenn dich dieser Kleriker in irgendwas verstricken will, hör nicht auf sein Gewinsel. Das führt sowieso zu nichts. Spielen. Ja, also ich wollte jetzt heute eigentlich das Spiel hier spielen und morgen wollte ich dann wieder mit Alien Isolation beginnen, den Anfang nachholen. Ja. Aber heute wollte ich jetzt schon das hier spielen. Wie stehst du zum Duke? Ich sorge dafür, dass jeder seinen Namen im Gedächtnis behält. Früher hat er dafür noch selbst gesorgt. Aber jetzt ist es meine Aufgabe. Beantwortet das deine Frage? Wenn nicht, müsste ich jemanden herbeizitieren, an dem ich es dir demonstrieren kann. Außerdem ist er der einzige Mann, der eine Frau wie mich verdient. Aber ein paar billige Schlampen oder was weiß ich, müssen ihm wohl den Kopf verdreht haben. Okay, Alien kommt anscheinend positiv an. Ja, sehr gut. Und was hält Liam davon? Wer sagt denn, dass ich ihm meine eigene Meinung gestatte? Also erübrigt sich die Frage. Ah ja. Wie ich hörte, genießt du nicht den besten Ruf. Ach, tue ich das nicht? Dabei schlage ich diejenigen zu Klump, an denen sich niemand die Hände schmutzig machen will. Dennoch gibt es immer wieder Leute, die meinen, ihr Maul über mich zerreißen zu dürfen. Verrate mir, wer dahinter steckt. Ich werde ihn mal ein bisschen provozieren, weil ihr Mann möchte sie ja aus dem Weg räumen, weil also wirklich ihr Mann ist er nicht. Der ist ja eher, der scheint ja so eine Art Lustknabe von ihr zu sein oder Lustsklave am besten. Noch ist wohl das richtige Wort dafür. Und man merkt schon, die Frau, die ist schwierig. Ich glaube, die sollten wir mal besser aus dem Weg räumen, denn Lia möchte ja sowieso fliehen und mit Cindy zusammen ein Leben haben. Der ist ja wirklich ein Gefangener der Ehe. Das wirst du von mir nicht erfahren. Hör mal, du Missgestalt. Mir ist es egal, welchen Ruf du Missgestalt. Hier
Ja. Ich spreche dir alle Knochen, wenn du nicht redest. Okay. Achso, du. Ja, okay. Schön, dass du da bist wieder. So, du bist zu beschränkt, um die Antwort fassen zu können. Ich glaube, das finde ich schön, ja. Du bist zu beschränkt, um die Antwort fassen zu können. Du legst es ja darauf an, dass ich deine Innereien durch den Mixer jage. Noch ein paar letzte Worte? Ich glaube, ich muss mir erstmal vor ihr wegrennen. Ich habe das Gequatsche satt. Fangen wir an. Wenn ich mit dir fertig bin, werfe ich deinen stinkenden Kadaver auf den Müll, wo er hingehört. Du bist tot! Ja. Wow. Naja, solange ich nicht der neue Ehemann von ihr sein werde, ist mir alles recht. Ray, kannst du mir bitte kurz helfen im Kampf? Die Alde ist nämlich total irre. Ja. Ich bin ja eher der Meinung, in einer Ehe hat keiner das Sagen, sondern das ist eine Symbiose, ein Teamwork. Aber... gut. Oh, wieso falle ich denn durch die Decke hier? Ich will da drauf. So. Wow, jetzt schießt sie gerade ernsthaft mit Raketen oder irgendwas. Moment, ich muss mal gerade hier schnell speichern. Und dann versuche ich mal... Ja, die ist in der Tat sehr beleidigend. Die ist auch ein bisschen unsympathisch. Okay, da schießt sie direkt... mit einer Schrotflinte auf uns. Ja, komm her. Aber wenn man das Kampfsystem beherrscht, eigentlich ist sie über unserem Level. Das heißt, sie kann uns eigentlich sehr schnell töten. Wow. Okay, das hat... Okay, ich bin jetzt fast ins Loch gefallen. Wow, das hat ein bisschen was von Episode 1 gerade hier. Diese Arena mit dem Loch in der Mitte. Aua, aua, aua. Aber ich glaube, das wird so langsam. Okay, sie ist tot. Wow, okay. Ja, sehr schön. Das gab jetzt auch Geld, das gab Erfahrung. Ja, genau. Wenn ich der neue Mann von der wäre, ich glaube, die würde wirklich mich eher als Lustknaben halten. Also hier in einen dieser Käfige sperren. Die hat ja hier diese Hundezwinger. Hier in so ein Ding... Guck mal, da ist sogar schon einer drin. Ja, sehr schön. Ach, da ist dieser Frank drin. Okay. Und, die würde mich hier einsperren mit so einem Halsband. Oder was ist mit dem Typen passiert? Der ist nur noch ein Skelett. Schwierig. Das, Klopapier, ey, das nehmen wir mal mit. Da freut sich der Nächste, der hier drauf möchte. Oh, wir können uns sogar draufsetzen. Genau, erstmal... Ja, erstmal ein Glücksei legen und was gibt's denn hier? Eine Truhe, die ich öffnen kann. Zu einfach. Du hast mal eine Frau gesehen, die zu ihrem Kind Rindvieh gesagt hat. Ja. Was, die arme Frau? Was bist du denn für ein Irrer? Nee, 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 also die... Ich bin froh, dass die weg ist. Hier liegt sie immer noch.
die sollte man mal jetzt diesen Hunden hier zum Fraß vorwerfen. Hat aber auch niemand was gemacht, weil auch genau schon wie bei Gothic ist das nämlich so, wenn du einfach einen Kampf anfängst, wenn du jetzt einfach eine Waffe ziehst und jemanden angreifst, dann greifen die dich an. Dann steigen alle mit dem Kampf ein und hauen dich zu Brei. Aber wenn das quasi so eine Art Duell ist, wie das jetzt gerade, dann macht niemand was. Weil das ist ja dann ein Verständnis von beiden, dass jetzt ein Kampf losgeht. Ach, hier haben die ihre Schussrange. Hier können die nämlich ein bisschen auf Zielscheiben schießen, wollte ich sagen. Aber die haben anscheinend hier auf Outlaws geschossen. Auf ihre eigenen Leute. Also werden hier wahrscheinlich auch die Leute exekutiert. Hm, ja, das ist schon mal direkt freundlich. Zigaretten haben die auch dabei. Kann ich gleich wieder verkaufen. Sehr schön. Aber ich brauche wirklich mal eine neue Rüstung. Ich laufe hier immer noch in diesen Mittelalter-Klamotten rum. Ah, ich wollte eigentlich mit diesem Frank reden. Hier ist ja noch dieser Gefangene. Steckst du in der Klemme? Ja, das ist der Nachteil, wenn man gefangen ist. Aber ich verschwende keine unnützen Wörter an einen Ungläubigen. Kalan wird euch alle abstrafen. Wie bist du in Gefangenschaft geraten? Die Einzelheiten sind unwichtig. Außer du wurdest von meinem Gruppenführer hierher beordert. Nein, wurde ich nicht. Und genau darum sind meine Worte an dich verschwendet. Hätte er dich geschickt, könnte ich dir vertrauen. So allerdings erntest du nur Schweigen von mir. Und glaub ja nicht, ich verrate dir ihre Koordinaten. Also zieh weiter. Ja, man sieht schon, das ist ein Kleriker. Ab mit seinem Kopf. Wieso wollen die denn alle enthaupten? Gut, ich guck mal hier oben. Hier ist nämlich der Boss von dem ganzen Outlaw-Haufen hier, ja, der Logan. Riskiert, muss ich nicht wundern, wenn sie platzt. So, den Teleporter habe ich den schon jetzt aktiviert, oder was? Da kam jetzt gerade keine Einbildung. Normalerweise kommt immer eine, aber gut, okay. Anscheinend habe ich das jetzt schon aktiviert. Sehr schön. Gucke ich aber erstmal hinten, was es hier so gibt. Irgendwas zum Einsammeln. Das ist immer das Schöne an den Spielen von Piranha Bytes. Man findet eigentlich immer irgendwas zum Einsammeln. Und da wir ja sowieso so ein Schrotthändler werden wollen, oder so ein Schrottsammler, sag ich mal, und uns hier einfügen sollen, wollen, sollte ich mal ein bisschen gucken. Denn der Schrott wird uns bestimmt hilfreich sein. Wir werden irgendwas bestimmt bauen können, ob das jetzt Waffen sein werden oder sonst irgendwas. Das schauen wir dann mal. Okay, hier war jetzt nichts. Das ist so eine Rüstung. Das ist quasi die schwere Outlaw-Rüstung. Die werde ich später irgendwann tragen, wenn ich mich denen angeschlossen habe und im Rang aufgestiegen bin. Also das kriegen hier nur echt die übelsten und stärksten Typen. Genau diese Rüstung. Und da oben sitzt Logan. Das ist der Chef von dem ganzen Haufen. Wer zum Geier hat dich denn hier reingelassen? Ich hoffe für dich, dass du eine gute Erklärung hast, mich bei meinen Geschäften zu stören. Tom, ich mag Alien Isolation. Ja. Okay. Aber hier, man hat gerade auch gesehen, der Logan, der hat auch direkt schon mal seine Sklavenfrauen hier hocken. Also die, ich denke mal, die entertainen ihn halt ein bisschen oder reden mit ihm, wenn ihm langweilig ist. Du bist zweifelsohne der Boss hier. Ist ja schön, dass sich das schon rumgesprochen hat. Dann erzähl mal, warum ich dich nicht gleich häuten lasse. Du brauchst meine Hilfe. Hm, tatsächlich. Bist du denn gut? Ich bin der Beste. Wollte ich gerade sagen. Du machst mir Spaß. Ich bin der krasseste Hecht. Gute Laune habe. Also, raus mit der Sprache. Was willst du von mir? Schwierige Aufgabe, eine Stadt wie diese zusammenzuhalten, schätze ich. Nach außen wirken wir vielleicht wie ein Haufen von Abtrünnigen und Halsabschneidern. Ohne Disziplin.
ohne Ehre und Gesetze. Werte, die die anderen Fraktionen da draußen auf ihrer verzweifelten Suche nach Stärke und Erfolg so hochhalten. Aber ich verrate dir was, weil du es nicht zu wissen scheinst. Wahre Stärke liegt in dem Bestreben nach Unabhängigkeit und dem Erhalt deines freien Willens, mein Junge. Die meisten hier haben nichts zu verlieren. Sie scheißen auf Gesetze und Ehre. Im nackten Kampf ums Überleben ist sich jeder selbst der Nächste. Ein einfaches Prinzip, was auch jeder einfache Geist. Ja, der ist auch sympathisch, auf jeden Fall. Der Duke von Tavar bin der Einzige, der ihnen wahre Freiheit und Unabhängigkeit garantieren kann. Darum und nur darum werden wir am Ende auch die Letzten sein, die noch stehen, wenn alle anderen schon längst gescheitert sind. Wie steht es um Verhandlungen mit den anderen Fraktionen? Verhandlungen? Du machst wohl Witze. Mit wem denn? Den naturvernarrten Quacksalbern und Träumern aus Edan? Es heißt, ihr Anführer Thorald sei abgehauen und vergnügt sich jetzt auf irgendeinem Berg da unten in ihrem Waldland. Sie haben ihm den niedlichen Beinamen Pilger gegeben, damit sein Ego-Trip einen guten Namen hat. Tja, das nenne ich mal gute Menschenführung. Tja, und über die völlig durchgeknallten Alps brauchen wir uns ja wohl nicht unterhalten. Und die Kleriker? Pah, diese fanatischen hohen Herren verkriechen sich hinter ihrem falschen Gott. Ich sage, nutze ihre technischen Fähigkeiten, aber gib ihnen keine Macht. Aber, wie gesagt, wir halten uns an unsere Freiheit und lassen uns unseren Geist nicht von diesen Verrückten vergiften. So, und jetzt endet deine elende Fragerei über Dinge, die du sowieso nicht verstehst. Verstanden. Naja, mehr oder weniger. Du sagst zu jedem, der dich anspricht, soll ich dich häuten? Ja, gut, kann man machen, ne? Gib mir einen Job. Hier ist es wirklich ernst damit, oder? Na gut, bevor wir hier noch weiter dumm rumlabern, ich hab da was für einen wie dich. Im Raketensilo findest du Konrad. Er ist der beste Wissenschaftler, den ich kenne. Er bastelt da unten an einem wichtigen Projekt für mich. Er soll eine Bombe bauen. Eine wirklich große Bombe. Leider dauert das Ganze schon viel zu lange und ich werde langsam ungeduldig. Ich will, dass du runtergehst und diesem Dämlack von Wissenschaftler Beine machst. Wenn er nicht bald fertig wird mit dem Ding da unten, dann seid ihr beide dran. Ich hoffe, das war deutlich. Ja, okay, also der Konrad, den er gefangen hält, der soll eine Bombe bauen. Ich denke mal nicht, dass das eine kleine Bombe wird. Eine Frage hätte ich da doch noch. Hör mal zu, du Penner. Ich hab dir gerade einen Befehl erteilt. Also tu, was ich dir sage. Sonst ist dein kläglicher Auftritt hier beendet. Ist das klar? Das wird er. Ich brauche keinen Papageien, der mir alles nachplappert. Also halt den Rand, Ray. Okay, gut, dann frage ich ihn mal, was ich tun müsste, um ein vollwertiger Outlaw zu werden. Das ist ja im Endeffekt mein Ziel. Was müsste ich tun, um ein vollwertiger Outlaw zu werden? Was müsstest du? Hab ich dir nicht gerade gesagt, was du tun sollst? Wenn du mich beeindrucken willst, dann beweg deinen Arsch und erledige den verdammten Job. Machen wir das mal. Obwohl, oben können wir auch mal gucken, was es da so gibt. Gebratenes Fleisch habe ich auch nicht mehr. Das ist natürlich schwierig dann. Aber vielleicht finde ich ja hier was zum Heilen.
Jetzt habe ich natürlich den Fehler gemacht, habe gerade in irgendwas zu essen reingebissen. Weil ich dachte, der Typ redet jetzt noch ewig, aber... Wow, kam der gerade durch den Fußboden. Ray, wusste ich ja gar nicht, dass du sowas kannst. So, hier lebt der Duke. Ja, der hat das Beste gemacht aus dem, was er machen konnte hier. Das ist ja eigentlich so eine Art Flakturm. Oh, die haben aber auch einen Rechner. Logans Notizen. Jetzt einfach mal mitgenommen. Kann ich mich da hinsetzen? An den PC von Logan? Nee, geht nicht. Bei den Klerikern kann man sich auf jeden Fall an den PC setzen. Schrotpatronen, ja, kann man sich eigentlich ein bisschen dienen und hoffen, dass man nicht erwischt wird. Ich speichere gerade noch mal zur Sicherheit. Ja, das ist echt ein schönes Haus, oder? Also, der eine hat diese Hotelruine, er hat halt hier diesen Flakturm. Oh, und seine eigene Weed-Sammlung. Ich hatte noch ein paar Platten von Bob Marley. Und die Kleriker hausen ja halt in ihren technischen, fortschrittlichen Metallgebäuden. Die haben es eigentlich echt am schönsten, finde ich. Also die Kleriker. Die anderen, die bewohnen ja immer so Ruinen. Oh. Aber schnell. Ja, raus aber schnell. Gut. Der mochte das jetzt nicht, dass ich da hingegangen bin. So, hier oben hat er nochmal so seine schöne Dachterrasse. Kann ich mal ein bisschen Zeug mitgehen lassen. Ist ja keiner hier oben, der mich dabei erwischen könnte. Deswegen... Och, da hat er sogar ein Federvieh drin. Oh nein, hier machen die, glaube ich, so eine Art Hahnenkämpfe mit diesen Vögeln. Oh, das ist ja fies. Aber sonst irgendwas gibt es hier jetzt nicht wirklich, was sich jetzt lohnen würde mitzunehmen. Ach, was mache ich denn hier? Ich kann doch einfach ganz schnell hier runterspringen. Ah ne, ich muss ja sowieso. Obwohl, komm, ich spring mal einfach hier runter. Oh, hier ist sogar noch ein Vorsprung. Ach so, da komme ich auch wieder rein ins Gebäude, aber... So bin ich nämlich einfach schneller unten. Ich wollte noch runter zu Konrad. Was? Was habe ich? Ach ja. So, schau ich mal, was es unten gibt. Aber diese Frauen, kann ich eigentlich mit denen reden? Hallo, werte Dame. Ich habe gerade keine Zeit für dich. Ja, warum? Womit bist du denn beschäftigt? Du kniest hier einfach nur beim Duke. Nein, gerade nicht. Ah, okay. Ja, wie du meinst. Hier schläft der Duke wohl. Ja, okay. Kann man machen. Glaube ich, irgendwo ein Händler. Ach, da ist er, der Lagermeister im Dunkeln. Ist dir ja nicht einfallen, etwas aus dem Lager zu klauen. Ich bin dafür verantwortlich und wer sich dort vergreift, bekommt meine Waffe zu fressen. Alles klar? Ich brauche eine bessere Rüstung. Das überrascht mich nicht. Das Zeug, was du da anhast, schützt ja nicht einmal vor einem Fliegenschiss. Merk dir einfach, je fetter die Rüstung, desto fetter der Einsatz, den du dafür erbracht haben musst. Wie gut sind eure Rüstungen? Hey, die Dinger sind echte Handarbeit, 1A-Qualität. Gut, mit einer Läuferrüstung sollte man nicht lachend in einen Granatenhagel rennen, aber das versteht sich wohl von selbst. Glaub ja. Aber ja nicht, dass jeder Penner die Rüstung eines Vollstreckers ausgehändigt bekommt. Wer die empfangen will...
muss verdammt viele Ärsche lecken. Ach, den siehst du gar nicht. Okay, ja, der ist auch ganz schön im Dunkeln. Vielleicht kann ich mal gerade... Jetzt geht er, glaube ich, gerade ins Licht. Ich habe ja irgendwo diese Magnesiumfackeln. Die kann ich ja nächstes Mal anmachen. So, wo ist er? Da ist er. Der Lagermeister. Gut, dann geh ich mal runter. Es wird aber, glaube ich, gerade schon wieder Abend, oder? Oder ist es jetzt einfach nur so dunkel, weil ich in der Höhle bin? Ich glaube, es hat schon draußen auch ein bisschen gedämmert. Ich bin ja ganz schön weit rumgelaufen. Also durch Edan, bei den Berserkern und so weiter. So, hier haben wir nämlich ein paar Kleriker gefangen. Und die bauen hier an irgendwas Schönem. Haben wir nämlich einmal den Elmer. Was willst du von mir? Ich kann euch Outlaws auf den Tod nicht ab. Erst haltet ihr mich hier gefangen und dann lasst ihr mich hier verschimmeln. Es ist schon Abend, ja. Ich gehöre nicht zu den Outlaws. Outlaws, Berserker, Alps, ihr seid doch alle das gleiche Pack. Ungläubige Ketzer, die das Licht Kalans nicht erblickt haben. Und jetzt sprich, was willst du von mir? Was will ich von dir? Wieso verschwindest du nicht von hier? Vergiss es. Versuch bloß nicht, mich hier rauszuhauen. Die haben mich verdrahtet. Was meinst du damit? Sie haben mir einen Sprengsatz implantiert. Wenn ich mich weiter als ein paar hundert Meter vom Fort entferne, war es das mit mir. Bei der schrottigen Technik hier habe ich sowieso schon Angst, dass das Ding einfach von alleine zündet. Das werde ich bestimmt nicht provozieren. Meine einzige Hoffnung ist, dass die Outlaws mich irgendwann gehen lassen. Wenn das so ist... Gut, dann reden wir mal mit seinem Chef. Hey, wieso lässt er denn die Fackel fallen? Und was hast du verbrochen, weswegen sie dich hier unten verknackt haben? Du denkst, ich bin ein Gefangener? Jeder hier ist ein Gefangener. Entweder weil er dazu gezwungen wird oder weil er nicht weiß, wohin er sonst gehen soll. Die Frage ist eher, bist du eine von den Zecken da oben oder nicht? Ich bin mein eigener Herr. Ja, das denken sie alle noch am Anfang. Egal, was willst du vom alten Konrad? Ja, was machst du? Duke lässt mich an seiner Schiene werken, dass ich eine Bombe für ihn baue. Eine wirklich große Bombe, wenn du verstehst, was ich meine. Tja, so ist das. Eigentlich bin ich Wissenschaftler, kein Mechaniker, aber... Ja, aber kann man ja machen. Der Duke will etwas Großes in die Luft jagen? Hey, frag mich doch bloß nicht nach den Plänen dieses Irren. Das ist nicht gesund. Was schätzt du denn? Ich denke, er wird versuchen, damit Völkermord zu begehen. Er will eine Stadt vernichten? Eher ein ganzes Land, wenn du mich fragst. Welches Land will der Duke vernichten? Tja, der König der Wüste hat so einige Gegenspieler. Such dir eins aus. Das Eisland? Das Land der Berserker? Tja, wenn du wüsstest, wer ihm am meisten auf die Nerven geht, dann hättest du deine Antwort. Hast du denn überhaupt schon mal mit ihm gesprochen? Ja. Tja, dann weißt du ja, wovon ich rede, was? Ja, das ist natürlich so eine Sache, ne? Der Duke will irgendein Land in die Luft sprengen. Schwierig. Wie geht die Arbeit an der großen Bombe voran? Hey, der Big Bang ist fast fertig. Aber eben nur fast. In dieser Rumpelkammer hier fehlt es an... Ach, eigentlich an allem. Das ist auch der Grund, warum ich immer noch nicht fertig bin mit diesem Scheißding. Also, du siehst ja, ich hab zu tun. Was ist deine Geschichte? Och, eine sehr kurze.
Die Zecken da oben überfielen einen Außenposten von uns Klerikern in Ignadon. Und ich war zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich konnte dann meine blöde Fresse nicht halten und bums, sitze ich hier unten in der Tinte. Ja, brech doch aus. Schon mal an Ausbruch gedacht? Was? Was? Hast du mal raus in die Wüste geguckt? Was? Ohne Schutz. Und ganz allein würde ich dort keine 24 Stunden überleben. Also vergiss es. Der Duke sagt, ich soll dir beim Bau des Big Bangs helfen. Was denn? Echt jetzt? Du armes Schwein. Tja, ich sag ja, hier sind wir alle Gefangene, auf die eine oder andere Weise. Okay, dann kannst du mir gleich mal ein paar Sachen besorgen, damit ich ja endlich vorankomme. Big Bang Theory, ja. Also, der Big Bang ist ja der Urknall, auf den sich dieser Titel Big Bang Theory bezieht. Das ist halt hier gerade auch so ein Wortspiel. Ja, er stand nur rum, das stimmt. Er hat vielleicht einfach nur seine Arbeit begutachtet oder... Ja, wer weiß, das ist ein bisschen schusselig. Was brauchst du? Also, zuallererst benötige ich einen inversen Phaseninduktor. Und natürlich okay. Einen proprietären Edwards-Konzentrator. Bis gleich. Und wenn du schon mal dabei bist, hol mir noch eine konzentrische Kreuzankerspule. Sonst noch was? Bestimmt, aber fangen wir erstmal mit den Wichtigsten an. Es wäre gut für uns beide, wenn du dich beeilst. Der Duke wird langsam ungemütlich. Er rechnete mit der Fertigstellung des Big Bang schon im letzten Monat. Okay. Wo finde ich den ganzen Krempel eigentlich? Das ist eigentlich eine sehr gute Frage, weil dafür müssen wir wieder sehr viel rumlaufen. Wo finde ich den ganzen Krempel, den du brauchst? Lass mal überlegen. Ich hab keine Ahnung. Muss ich ja auch nicht. Es ist ja jetzt dein Job, nicht wahr? Haha, ja, natürlich. Oh, jetzt könnte ich natürlich sagen, auf mich zu verarschen, ich poliere dir die Fresse. Nein, das ist einfach nicht meine Art. Das kaufe ich dir nicht ab. Okay, okay. Lass mich mal überlegen. Das ganze Hotdog, ja genau. Technischer Kram, den es auch schon vor dem großen Knall gab. Die Wüste ist voll von alten Maschinen, in denen diese Dinger verbaut gewesen sind. Such also in den Ruinen der alten Welt hier in der Wüste nach alten Maschinen. Aber pass dabei auf das ganze Insektoidenpack auf. Die scharen sich vornehmlich um alte Maschinen. Keine Ahnung, ob die das ausgelaufene Schmieröl saufen, oder? Ja, wer weiß. Kennst du den gefangenen Kleriker? Nein, oder ich habe sein Gesicht einfach nur vergessen. Alles, was es über ihn zu sagen gibt, ist, dass er noch nicht gedient hat, als ich noch zu Kalans Getreuen zählte. Warum aber fragst du nach ihm? Ich will seine alte Einheit finden. Schön, schön, schön. Machen wir es kurz. Ich könnte mir denken, wo ihr Standort ist. Ich übertrage die Koordinaten in deinen Adjutor. Und bevor du mir anvertraust, was du mit dieser Information machst, behalt sie besser für dich. Ich will unter keinen Umständen wissen, was deine Beweggründe sind. Dingen, die mich nichts angehen, möchte ich aus dem Weg gehen. Und du denkst, du kriegst das Ding dahin? Hör mal, das Teil wird der Hammer, sag ich dir. Wart's mal ab, wenn du den Big Bang in Aktion siehst. Da wirst du Telleraugen kriegen, glaub mir. Vielleicht kann er die Sachen nicht fertigstellen, weil er nicht raus darf und die Sachen draußen sind. Ja, exakt, das ist nämlich das Bizarre in der Situation. Er ist ja dazu aufgetragen worden, so eine Bombe zu bauen. Und da ist aber eigentlich ein Gefangener von dem Duke, aber er kann sie nicht fertigstellen, weil die Sachen draußen sind. Ja, und da komme ich jetzt ins Spiel. Also ich muss hier tatsächlich die Teile holen, die liegen irgendwo in der ganzen Welt verteilt herum. Also, du glaubst wirklich, ich helfe einem Irren wie dir, eine große Bombe zu bauen? Ach, komm schon! Lass uns das Ding doch erstmal zum Laufen bringen. Was wir dann damit anstellen, sehen wir dann, wenn es fertig ist. Nur keine Panik. Ich spreng das Ding schon nicht einfach so. Vertrau mir, okay? Oh, jetzt kommt ein Flashback. Oder? Okay. Ah, nee. Das ist ein Argument. Also mach schon. Besorg mir den Kram, den ich brauche. Sonst steigt uns der Duke aufs Dach.
Lecker Schmieröl. Ja, Tom, du bist auch einer, du tust auch Teile von dem deine Pizza und Zähne und was weiß ich was. Also, ja, genau, lecker Schmieröl drauf. Oh, das ist aber auch ein cooler Raum hier. Und hier haben wir schon mal den Big Bang. Das ist schon mal das, was er da zusammengebaut hat. Eieiei, das ist ja Kaliber. Schacht, wo ich fast reingefallen wäre, als ich gegen Iron Madison gekämpft habe. So, aber nee, draußen ist noch strahlend hell. Also ist nicht wirklich gerade was mit Nacht los. Oder Abend. Ah, da unten laufen gerade im Canyon irgendwelche Viecher rum. Deswegen gehe ich mal nicht darunter am besten. Aber da waren so ein paar Leichen, die ich plündern konnte. Aber ist halt die Sache, ob ich dann wieder wegkomme. Weil sobald ich im Kampfmodus bin, kann ich mich nicht teleportieren. Aber ich glaube, ich kann mal zumindest ein bisschen mal erkunden. Mache ich das einfach mal trotzdem? Ja, irgendwas hat er da zusammengeschmeißt. Ja, das sieht nicht wirklich nach einer Bombe aus. Das stimmt schon. So, hier können wir noch ein bisschen abernten. In Gothic hatte man noch eine Spitzhacke dafür. Da hat man immer eingehackt auf die Wände, wenn man dann so ein Erz oder so ein Goldstück wollte. Und hier hat der einfach einen Presslufthammer. Das ist die Zukunft! Richtig schön mit dem Presslufthammer einfach rein und geht ein bisschen schneller. Alter Waffentestbericht, okay. Alien-Pizza ist am besten, ja. Ich hab's noch nicht gegessen. Eine Pizza Quattro Alien. Fall ich jetzt fast runter. Wow, okay, da habe ich jetzt tatsächlich auf eine Mine geschossen. Das war noch nicht mal gewollt. Ich will hier nur diese Leichen plündern. Die haben eigentlich ganz gute Sachen dabei. Ganz schön viel Kohle. Okay, ich glaube, ich stürze mich mal ins Getümmel. Boah, das wird jetzt aber ganz schön ekelhaft, was ihr da beschreibt. Oh. Wow. Jetzt hat er mich gerade mit einem Biss getötet. Ja, okay. Das ist natürlich, aber gut, dass ich gespeichert habe. Eieieiei. Ich glaube, Alien Blut ist als Soße nicht so lecker, Tom, weil da steckt ganz schön viel Säure drin. Ich meine, hast du ja im Film sicherlich gesehen. Oh, das war die Ratte, das wollte ich jetzt nicht. Okay, das war jetzt, habe ich jetzt schon wieder ordentlich Schaden genommen. Okay, ich meine jetzt nur noch das eine Vieh. Ich
Wow, okay, das haben wir jetzt zum Glück geschafft. Puh. Können wir auch schön die anderen Leichen hier noch plündern. Sehr gut. Das ist ja durchaus lukrativ hier. Das lohnt sich ja wirklich. Da können wir ordentlich Zeug holen. Säure ist lecker. Ja, genau. Das macht man aber auch nur einmal. Das hydraulische Gelenk, das ist zum Beispiel eins der Teile, was der Typ für die Bombe gesucht hat. Das habe ich jetzt zufällig gefunden. So, und hier gibt es auch so einen Typen, der heißt, Scrappy. Hast du vielleicht was zu fressen für mich? Ich habe heute noch nichts finden können. Wäre schön, wenn du eine Dose für mich hättest. Eine Dose, ja? Hier. Danke, mein Freund, das werde ich dir nicht vergessen. Was willst du denn vom alten Scrappy? Wovon ernährst du dich hier? Na rate mal, Jungchen, von dem Müll, den die feinen Herren oben im Fort hier runterschmeißen. Meistens lässt es sich davon ganz gut leben. Und wenn sich mal was Brauchbares findet, das man nicht essen kann, dann tausche ich es ein. Ich handle regelmäßig mit Ryder. Der lebt auch hier draußen. Da er Jäger ist, gibt es auch für mich ab und zu mal ein gutes Stück Fleisch auf den Teller. Da fällt mir ein, er bekommt noch etwas von mir. Würdest du mir den Gefallen tun und Ryder für mich bezahlen? Ich gebe dir natürlich alles mit. Na klar. Ich gehe für dich zu Ryder. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Ich bin froh für jeden Gang, den ich nicht machen muss. So eine Wanderung durch die Wüste ist nichts mehr für mich. Ja, nimm die Bezahlung für Ryder und bring mir mein Fleisch. Dann bekommst du deine Belohnung. Wer ist Ryder? Hab ich doch schon gesagt. Er ist ein Jäger, der hier draußen jagt. Ich handle mit ihm. Meistens weggeworfene Stims gegen Fleisch. Manchmal auch anderen Müll, den ich hier finde und den er zu Kohle machen könnte. Falls du ihn suchst, du findest ihn südlich von hier. Er hat dort irgendwo sein Jagdrevier. Was bekomme ich für deinen Botengang zu Ryder? Ich habe nicht viel, was ich dir geben könnte. Jedenfalls keine Splitter. Ich habe allerdings eine Menge Zeug aus dem Müll hier gesammelt. Wenn du das für mich tust, kannst du dir etwas aussuchen. Okay. Okay, gut, dann haben wir auch schon mal mit ihm geredet. Ah, so schlecht haust er hier jetzt nicht, also. Ich glaube, dieser Müllbaron da oben, dieser Crazy Bob, der hat es ein bisschen schlechter getroffen. Aber der will ja im Schrott leben. Ich glaube, Scrappy macht nur ein bisschen das Beste draus, aus dem, was er hat. Okay, was ist denn eigentlich mit meinen Attributen? Ich bin auf Stufe 9. Ich habe noch 20 Attributspunkte. Okay, jetzt kommt halt drauf an, was für Fähigkeiten will ich denn erlernen? Ich glaube, Fernkampfwaffen wäre schon mal nicht schlecht, weil ich möchte ja eigentlich erlernen, wie man gut mit den Schrotflinten umgeht. Aber ich guck mal gerade, was für Aufgaben ich denn habe, weil ich möchte ja eigentlich mich denen hier anschließen. Ah, mit Cindy sollte ich vielleicht mal reden, ne? Ja, gut, teleportiere ich mich mal einfach mal wieder zurück ins Lager. So, und ihr habt gerade wahrscheinlich Weihnachtsferien, oder?
So, vielleicht sollte ich auch mal dem Mann Bescheid geben. Dem Liam. Dem dürfte es jetzt eigentlich auch wieder besser gehen. Ich glaube, der wohnte doch hier irgendwo. Deine Frau ist tot. Erzähl mir nichts. Niemand wagt es, sich mit ihr anzulegen. Der Duke würde nie zulassen, dass seine alte Matratze... Soll ich ihre Leiche rankarren? Okay, jetzt verunsicherst du mich. Du meinst es wirklich ernst? Ja. Endlich. Du weißt gar nicht, wie froh ich bin, das zu hören. Ich weiß zwar nicht, ob du deine Finger mit im Spiel hattest, aber was soll's? Nimm das hier. Mir ist gerade zum Feiern zumute. Und das Beste an der Sache ist, ich kann endlich mit Cindy zusammen sein. Keine Schläge können mich jetzt noch davon abhalten. Oh, sehr gut. Suchst der. Du hier was Bestimmtes? Nein. Ach, erst Donnerstag habt ihr. Okay. Ach so. Ja, gut, okay. Lego Worlds wird eher nicht passieren, weil das hatte doch ein paar Probleme, als ich es gestreamt hatte. Und das ist mir ein bisschen... Ja, es ist halt ein bisschen ärgerlich, wenn das dabei nicht das macht, was es machen soll und abschmiert etc. Nee, also ich versuche wirklich die Spiele erstmal so durchzuspielen, die ich halt generell schon angefangen habe zu streamen. Und vor allem das hier, Elex, das ist halt ein... großes Ding für mich gewesen, als das rauskam, vor kurzem. Und das war mir halt auch wichtig, dass ich das dann auch streame, deswegen streame ich das erstmal. Und halt Alien Isolation. So, Cindy war hier hinten in diesem Stripclub. Es war irgendwie mal eine Militärbasis und jetzt... Also das Ding hier, was war das denn hier? War das irgendeine Art Werkstatt oder... Ein Bunker? Oder so eine Zentrale? So, wo haben wir denn? Wo haben wir denn die Cindy? Ja, der hat seinen Spaß immer noch, okay. Aber die räkelt sich da. Sollte ich mich einfach hier hinsetzen und warten, bis die fertig ist? Ja, ich habe einen YouTube-Channel, tatsächlich. Der heißt Scavenger, also Skewinger geschrieben. Ich habe, glaube ich, den Link bei Twitch drin, zu meinem YouTube-Kanal. Und ja, so 20 Uhr genau, da hat der Tom schon recht. Also ich versuche, wenn ich... Also ich streame nicht jeden Tag, sondern je nachdem halt, wie es bei mir gerade passt und so. Aber wenn, dann immer so um 20 Uhr. Ach, du hast Internetprobleme. Das ist natürlich ärgerlich. Ich genieße gerade den Auftritt hier, aber ich will eigentlich mit Cindy reden, aber die ließ sich gerade nicht ansprechen. Ich will ihr eigentlich nur sagen, dass Iron Madison tot ist und sie jetzt mit Liam quasi zusammen sein kann, aber solange die hier an der Stange ist, kann ich nicht mit ihr reden. Ich glaube, ich ruiniere gerade ihre Performance. Die denkt wahrscheinlich gerade, ich bin so ein übereifriger Kunde, der so geil, einfach so auf die Bühne sich stellt, aber vielleicht kann ich ja hier auf den Campingstuhl, kann ich da drauf? Nee, da kann ich mich nicht drauf setzen. Kann ich hier irgendwo schlafen oder greift die mich an? Ich glaube, ich schlafe einfach mal bis zum nächsten Morgen. Ach ja, genau, da hat die Janine gerade den Link gepostet zu meinem YouTube-Kanal. Dankeschön. Sehr gut. So. Cindy, da steht sie jetzt. Sehr gut. Wegen der Gerüchte. Was für Gerüchte? Wegen der Gerüchte. Denk dran. Alles, was ich dir erzähle, hat seinen Preis.
Ach so, okay, ich kann quasi bei ihr, die gibt mir Informationen. Hast du etwas über geklaute Stims gehört? Du meinst den Diebstahl bei Doc? Nein, ich glaube nicht. Wenn dir noch etwas einfällt, sag mir Bescheid. Alles klar, werde ich machen. Erzähl mir etwas Nützliches. Ich hätte da einen richtigen Leckerbissen für dich. Vor kurzem hatte ich einen Kunden, der ziemlich, naja, gesprächig war. Zwischen all dem Mist über seine Frau hat er auch etwas erzählt, das dich interessieren könnte. Er hat vor ihr einen Haufen Splitter versteckt. Und ich weiß wo. Hier, ich gebe dir die Koordinaten. Okay, das war hoffentlich eine gute Investition, weil wir haben ja gerade 100 Splitter ausgegeben. Ich danke dir. Für diese Info, also... So, jetzt sagen wir mal die fröhliche Botschaft. Iron Madison ist tot. Iron Madison ist tot. Dann hat sie also endlich ihre eigene Medizin zu schmecken bekommen. Wenn du wüsstest, wie viele Leute sie erschlagen hat. Es ist gut, dass ich ihre hässliche Fratze nicht mehr sehen muss. Jetzt steht Liam und mir nichts mehr im Weg. Danke, dass du uns geholfen hast. Ich kann es noch immer nicht glauben, dass du keine Splitter wolltest. Ich muss jetzt zu ihm. Ja, so bin ich. Helfer in der Not. Achso, jetzt geht sie zu Liam. Okay, da laufe ich aber mal hinterher. Ich bin mal auf das Gespräch gespannt, weil das ist tatsächlich auch cool. Die geht nämlich jetzt auch wirklich zu Liam. Und normalerweise können wir jetzt weggehen, irgendwo anders hin. Oder wir verfolgen ihr mal und gucken mal, was sie denn mit ihm bespricht. Ob sie wirklich mit ihm darüber spricht. Also bei anderen Spielen ist das ja dann so, dann passiert einfach gar nichts. Oder die geht nie dahin. Aber das mag ich halt so gern bei den Piranha-Bytes-Spielen. Immer diese Details einfach. Ach danke, jetzt habe ich ein Abo mehr. Ja, das ist sehr lieb von dir. Ich hoffe, die Videos gefallen dir. Ich habe auch ein paar Zeichenvideos gemacht, in denen ich quasi mit einer App so eine Zeichen-Challenge mache, in dem ich 20 Minuten lang ein Bild zeichnen soll. Also ich zeichne nebenbei auch ganz gerne mal und in dieser App, die App sagt halt quasi per Zufall, was ich zeichnen soll. Also die würfelt quasi verschiedene Begriffe durcheinander, zum Beispiel sowas wie zeichne einen blauen Priester, der ein Rohr in der Hand hält und durch die Zeit reist. Sowas zum Beispiel. Und das wird alles quer durcheinander gewürfelt. Da kommen manchmal ganz komische Sachen bei raus. Das Beispiel war jetzt zum Beispiel nicht dabei, das habe ich mir jetzt gerade in meinem Kopf zusammengewürfelt. Aber ich fand das echt mal ganz gut, weil ich selber nicht weiß, was ich dann in diesen Videos zeichnen werde. Das erfahre ich dann immer selber per Zufall. Ah, okay, du hast mich auch schon abonniert. Ja, das ist ja schön. Dir gefallen sie? Ah, das ist natürlich... Das freut mich natürlich. Ich finde das auch cool, so Details. Der ist ja tatsächlich mit der Schweißermaske hier seine Hütte am Schweiß oder diesen Hundezwinger. Die schleppen dauernd Kisten hier rum. Deswegen fühlt sich das Spiel immer an, wirklich wie so eine lebendige Welt. Deswegen mag ich diese Spiele von Piranha Bytes sehr gerne. So, ja, die Cindy läuft gerade ein bisschen langsam eigentlich. Die schlendert quasi so durch das Lager, um den Liam wieder zu treffen. Der ist auch was am Schweißen. Ja, das sind halt die Typen, die verarbeiten wirklich alles Mögliche an Schrott, was sie überall finden in der Welt. Das sind ja die Schrottsammler. Haben die ein bisschen improvisiert hier, was sie hier bauen. Aus Blech und so Dachrinnen oder diese Dachplatten, wie nennt man hier die? Ah, ich weiß es nicht. Wellblech, glaube ich, nennt man das. Okay, ja. Ja, die sind schon ähnlich gemacht wie mein Stream, natürlich. Ich habe ja erst angefangen mit ganz normalen Let's Plays. Und habe aber dieses Jahr das Streamen für mich entdeckt.
also Let's Plays, da habe ich halt immer die Spiele gespielt, die ich auf dem PC habe. Und beim Streamen kann ich aber wenigstens auch die Spiele mal quasi Let's Playen, die ich ja auf der Konsole habe. Das sind ja nicht immer unbedingt die gleichen. Aber das freut mich, weil mir das tatsächlich mittlerweile mehr Spaß macht. Oh. Ach, jetzt sind die hier. Jetzt ist sie bei Liam. Schauen wir mal. Hast du es schon gehört? Ja, das Miststück ist endlich tot. Jetzt können wir endlich zusammen sein, ohne dass wir uns vor ihr fürchten müssen. Wie lange habe ich darauf gewartet? Heißt das, du hörst auf, für Chloe zu arbeiten? Du weißt, dass ich das nicht kann, aber das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass sie nicht mehr zwischen uns steht. Ich muss jetzt wieder gehen, aber wir sehen uns bald. Versprochen. Ich vermisse dich schon jetzt. Sehr schön, da freuen die sich doch. Haben wir noch glückliches Pärchen. Ist, läuft es sich leichter. Okay, das war auch eine große Lebensweisheit. Ja, morgen, genau. Morgen spiele ich wieder Alien Isolation, genau. Schön, dass du dich drauf freust. Also, ich freue mich auch drauf, weil ich das Spiel halt auch wirklich gut finde und, ja, den Anfang halt noch nicht gestreamt habe. So, sollte ich jetzt mal hier versuchen... Nee, Moment mal, Irgendwas wollte ich doch jetzt hier machen. Wollte ich jetzt wirklich schon den Arena-Kampf machen? Nee, ich sollte mal wirklich mit Red nochmal reden. Vielleicht ist er jetzt mittlerweile wieder ansprechbar für mich. Nee, das war Blake. Wo war denn Red? Red war bei dem Vergnügungsviertel eigentlich gerade auch. Genau, nämlich... da hinten irgendwo. Ach, jetzt sind die auch schon wieder. Jetzt läuft sie einen anderen Weg anscheinend zurück. Ja, Tom freut sich schon. Ja, sehr gut. Freut mich auch, dass ich dich damit mit dem Spiel für Alien begeistern konnte. Für die ganze Alien-Reihe und so. Und für das Spiel an sich. So, ach, hier ist Red auch schon, okay. Ich habe einiges ausbekommen. Es war nicht leicht, aber als wir erstmal ein bisschen was getrunken hatten, sprudelte es nur so aus ihr heraus. Der Armen geht es wirklich gut. Komm zur Sache. Alles klar. Also, ich habe herausgefunden, dass Chloe erpresst wird. Sie kann an den Duke nicht zahlen, weil jemand anders ihr die Kohle abnimmt. Wir sollten uns nicht hier unterhalten. Komm lieber ein paar Schritte mit mir. Lass uns etwas außerhalb reden. Am besten folgst du mir unauffällig. Okay, geh voraus. Es muss ja nicht jeder mitkriegen, was ich dir gleich erzähle. Er rennt wenigstens sehr gut. Ist nicht ganz ungefährlich. Wir sollten dringend etwas dagegen unternehmen. Ja, bin ich mal auf den Plan gespannt. Ich finde auch schön, dass sie wirklich diese Kunstwerke hinbauen. Also die erfüllen ja wirklich gar keine Funktion, das ist einfach Kunst. Flügel haben die auch und Ventilatoren als Hände, sehr schön gemacht. Das ist, also ich als Künstler, ich muss schon sagen, das ist schon eine Meisterleistung. Uns niemand, den es interessieren würde. Pass gut auf, mein Freund. Blake erpresst Chloe. Er fordert Schutzgeld von ihr. Ich nehme an, du hast bereits einen Plan. Ich wäre nicht Red, wenn ich keinen hätte, oder? Du solltest auf keinen Fall mit Blake darüber reden. Wir wollen schließlich eine endgültige Lösung. Wenn er davon erfährt, dass wir Bescheid wissen, dann wird er Chloe bestimmt für einige Zeit nicht mehr erpressen. Aber irgendwann wird er wieder damit anfangen. Wir brauchen etwas, das ihn dauerhaft dazu zwingt, die Schutzgeldscheiße bleiben zu lassen. Wir sollten William davon berichten. Du kannst es gerne versuchen.
Aber das wird nichts bringen. Du hast doch den Auftrag, dich darum zu kümmern, oder? Warum sollte er einen Finger dafür krumm machen? Tu, was du nicht lassen kannst. Aber wenn es schief geht, habe ich eine bessere Idee. Du solltest sein Zeug durchsuchen. Ich weiß, dass der gute Blake einen ziemlichen Leibwächterverschleiß hat. Soll heißen, er hat in den letzten 2 Monaten schon 3 unterschiedliche Leibwächter gehabt, weil sie alle gestorben sind. Wenn wir den Grund dafür finden, dann haben wir ihn in der Hand. Wir brauchen irgendeinen Anhaltspunkt. Und den finden wir am ehesten zwischen seinen Sachen. Ist das Kunst oder kann das weg? Ja, also... Kommt immer auf die Kunst an, ne? Aber das Ding, also diese... Ja gut, vielleicht ist das so eine Art Freizeitgestaltung von denen, ne? Die, was sollen die hier sonst machen? Die irgendwie müssen sich ja ein bisschen vergnügen und wenn die dann, keine Ahnung, in dem Stripclub oder in der Kneipe irgendwie schon alle Möglichkeiten ausprobiert haben an Vergnügungsoptionen, dann ist ja schön, dass sie sich mal wenigstens ein bisschen an Kunst versuchen. Wofür braucht er so viele Leibwächter? Naja, er hat wohl irgendwelche Geschäfte außerhalb zu erledigen. Du weißt, wie gefährlich es da draußen sein kann. Angeblich geht er gerne jagen und braucht dafür Schutz. Er erzählt dauernd, wie sie von Schakalen gefressen wurden. Aber wer weiß, ob das stimmt. Und zurück zum Thema. Du gehst zu Blake und durchsuchst seinen Kram, alles klar? Warum durchsuchst du nicht seinen Kram? Hey, Freundchen. Hat William mir oder dir den Auftrag gegeben? Ich muss dir auch gar nicht helfen. Ich mache das hier für dich, okay? Durchsuche seinen Kram und komm wieder zu mir, wenn du etwas gefunden hast. Dann überlegen wir uns, wie wir weiter vorgehen. Ich gehe jetzt wieder zurück in Chloes Bar. Wir sehen uns dann dort. Okay, dann geh du mal zurück. Und ja, ich muss Blakes Lager da durchsuchen. Oh, haben wir hier eine Zahlenkombination? Oder hat hier einfach jemand versucht zu zählen? Ja, bis 6 ist er zumindest gekommen. Sehr schön. Manchmal findet man hier aber auch so Safe-Kombinationen. War hier irgendwas drin? Guten Löffel. Ja, sehr gut. Den wollte ich schon immer haben. Aber kann ich bestimmt irgendeinem Typen die Augen auslöffeln. Hm. Die Sonnenbrille. Ja, die ist schon, ne? Das ist schon mega gut. Oh, das ist aber generell gerade ein cooles Bild. Wir stehen hier im Hintergrund. Dieses Windrad. Rechts von uns dieser Wolf. Und da sind wir mit der Sonnenbrille. Ein cooler Typ. So, was haben wir denn jetzt hier als nächstes auf dem Plan? Oh, das ist aber nett. Du willst dem Kumpel sagen, dass ich gute Videos mache. Ja, freut mich ja. Also, wenn das seinem Geschmack trifft, was ich hier so mache, die Art und Weise, wie ich spiele und wie ich das mache, dann wäre das natürlich schön, wenn ihm das auch gefällt. Ich weiß, ich habe nicht viele Zuschauer, aber ich habe wirklich jeden an mein Herz geschlossen, der konstruktiv dabei ist und ja, dem es einfach gefällt. Das ist natürlich schön, wenn man da so einen Geschmack trifft. Lecker Augen auslöffeln. Ja, du warst du dabei, Tom, als ich Tales from the Borderlands gestreamt hatte, wo ich auch einem Typen wirklich die Augen ausgelöffelt habe? Also in dem Spiel musste ich das wirklich machen. Das war auch eine ekelhafte Aktion. Weil ich habe das Auge ja von ihm gebraucht, um diesen Laserscanner zu aktivieren. Also diesen Retina-Scanner, wo man immer die Augen drauflegen muss.
oder anlegen muss, damit die gescannt werden. Und hab erstmal mit dem Löffel rein, hab mich dann irgendwie erschrocken und dann zack ist er kaputt gegangen. Also ist das Auge kaputt gegangen. Und dann musste ich wirklich noch das zweite auslöffeln. Das war schön. Ich soll aufs Handy schauen. Ja, Moment. Ich triff damit deine Geschmacksknospen, okay. Ja, Moment, ich guck mal gerade aufs Handy. Ja, sehr schön. Du hast einen Screenshot gemacht. Das ist sehr gut. Ja, das Bild ist doch... Das ist doch tatsächlich... wunderbar. Ja. So habe ich mir das vorgestellt. Also, falls ihr mal ein Hintergrundbild sucht, das... Okay, ich glaube, ich sollte jetzt hier... Mit wem wollte ich jetzt eigentlich hier reden? Ich will ja aufgenommen werden. Achso, ich sollte Blakes Lager durchsuchen. Machen wir das noch. Und, schauen wir mal, ob ich das schaffe. Da darf man jetzt auch nicht erwischt werden. Vielleicht sollte man das besser nachts machen. Du erpresst Schutzgeld von Chloe? Pass mal auf, Freundchen. Gerüchte von irgendeinem Dahergelaufenen kann ich nicht brauchen. Wenn dir jemand so etwas erzählt, dann vergiss es am besten ganz schnell wieder. Ich finde mal, bei der Rüstung, achtet mal genau drauf, der hat ja diesen Kragen, diesen Metallkragen. Und der hat ja vorne drauf, da sind ja diese zwei, also unter seinem Kinn quasi, diese zwei Löcher. Ich finde, die sehen aus wie diese komischen Wackelaugen, die man überall draufkleben kann. Und da muss ich jedes Mal dran denken, wenn ich diese Rüstung sehe. Es sieht dann immer so ein bisschen albern aus. So, jetzt schleiche ich mal. Aber ich glaube, ich sollte tatsächlich nachts... Ja, weil da nämlich diese Wache drin ist. Ah, Mist. Ja gut, dann komme ich halt nachts hier hin. Jetzt suche ich mir gerade nochmal irgendeine Kiste. Eine Kiste und hau mich hin, ja. Sagt man das so? Nee, ich hau mich in die Kiste. Ja. Stimmt, du hast mich zufällig gefunden, als du Alien gestreamt hast. Ja, stimmt. Ja, spiele ich Horror. Kommt immer drauf an. Also ich habe Alien halt gespielt, weil es halt Alien war. Und habe es dann irgendwann im Stream gespielt, weil... Ja, alleine war es dann doch nicht so cool. Und die Janine meinte mal, ich soll das mal streamen. Oh, jetzt läuft ja immer noch echt dieser Typ rum. Das ist natürlich ein bisschen... Ehrlich. Wer so schleicht, hat was zu verbergen. Ja, gut. Ich muss ihn mal jetzt erstmal hier weglassen und dann gehe ich nochmal rein. So, jetzt ist er nämlich weg. Jetzt hat er nämlich fertig gearbeitet. Okay, probieren wir das jetzt nochmal. Diesmal aber ohne, dass die Wache drin ist. Ich hoffe, der dreht sich auch einfach nicht um. Ein bisschen Geld gefunden. Sozusagen. Wenn ja, dann abonniert dein Kumpel mich. Ja. Ich weiß nicht. Es kommt immer auf das Spiel an. Ich würde nicht sagen, dass ich per se Horror jetzt mag. Kommt immer drauf an, ob es gut gemacht ist. Also... Aber ich habe auch ein paar Horrorspiele. Also ich habe auf jeden Fall, also welche ich noch nicht gespielt habe, Evil Within und dieses Outlast habe ich auch noch. Das gab es irgendwann mal gratis hier im Xbox Store. Ich weiß nicht, also ob das gut ist, ob das was für mich ist. Also ich grusel mich auf jeden Fall leicht bei Spielen.
Bei Filmen jetzt nicht so wirklich, aber bei Spielen auf jeden Fall. Das war bei Alien halt deswegen auch so ein sehr intensives Erlebnis, als ich das gestreamt habe. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall die Liste hier geklaut, die wollte ich ja haben. Hat zum Glück geklappt. Niemand hat mich gesehen. Ah, finden wir hier noch irgendwas, irgendwas Kleines. Irgendwas, was ich noch stibitzen kann, wenn ich sowieso gerade hier bin. Du warst nicht dabei, als ich Augen ausgelöffelt habe. Das ist schade, aber das gibt's ja auf YouTube trotzdem noch. Das kannst du dir vielleicht nochmal angucken. Das war schön. Five Nights at Freddy's. Habe ich nur schon mal von gehört. Ich habe es aber nicht gesehen oder ich könnte jetzt nicht mehr viel drüber sagen. Ich weiß halt nur, dass es das gibt, aber ich bin echt kein Horror-Experte. Also da... Ich bin halt so ein Filmfan, deswegen habe ich halt Alien so gern gespielt, weil ich die Alien-Filme mag und das halt eine super Umsetzung des Alien-Szenarios ist und ein super Spiel ist. Wer so schleicht, hat was zu verbergen. Ja, ich habe was zu verbergen. Ich habe nämlich eure Sachen geklaut. Okay, der schon. Das Bett ist schon besetzt und ich glaube, die wollen nicht, dass ich mich dazu kuschel. Dann suche ich mir einfach ein anderes Bett. Machen wir das halt so, wenn es nicht anders geht. Aber auch die Nächte, die sind schön. Also dieser Nachthimmel. Der riesige Mond. Das ist auch ein schönes Bild. Okay, dann schlafen wir mal. Da haben wir noch irgendwas zum Einsammeln hier. Ein Werbeheft. Ist verboten, das zu klauen. Hm. Gibt doch schon den sechsten Teil. Was? Von Five Nights at Freddy's? Okay. Uiuiui. Ich hab da noch... Also, das hätte ich nicht gedacht, dass es so viele Teile schon von gibt. Also, bis zum nächsten Morgen schlafen. Okay, dann rede ich mal mit Red. Obwohl, ich glaube, ich sollte für Blake ja noch eine Granatenlieferung erfüllen. Was war das denn eigentlich nochmal? Sollte ich vielleicht nochmal mit Blake reden? Irgendwie habe ich die Quest gerade nicht gefunden bei mir. Vielleicht ist sie noch nicht aktiv oder vielleicht habe ich noch nicht zugesagt. Schauen wir mal. Oh, die da hinten haben es aber eilig. Irgendwo rennen die gerade hin. Gleich in die Mittagspause. Wegen deiner Granatenkisten. Hast du dir überlegt, ob du sie für mich klauen willst? Ich werde sehen, was ich tun kann. Gute Entscheidung. Also, bring mir die drei Kisten und dann kannst du dir deine Belohnung aussuchen. Alles klar? Klar. Okay, was will der denn für Kisten? Wo finde ich die Kisten eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die eigentlich holen soll. Ich bin bei erledigte Mission, natürlich. Ich bin gerade so irritiert. Ich dachte, hä? Was gucke ich denn hier? Und das sind die erledigten Missionen. Ja, das ist natürlich, deswegen habe ich eben auch nicht die Dinge... Deswegen habe ich die Kraft, dass ich die nicht aktivieren kann. Ja, gut. Das war jetzt einfach meine Doofheit, tatsächlich. So, Granatenlieferung. Wo soll ich die denn klauen? Beim Duke tatsächlich, in der Ecke. Äh,
Ach so, für einen Nachtspaziergang. Ja, ist ja leider jetzt zu spät. Jetzt ist es schon. Jetzt wird es eher ein morgendlicher Spaziergang. Sechste Teil ist anders. Ja, ich glaube nicht, dass mich das Spiel so interessiert. Wirklich, tatsächlich. Also. Wie lange geht noch? Weiß ich nicht. Also, ich wollte gleich eigentlich aufhören. So, in ein paar Minuten. Bin ja jetzt schon fast 3 Stunden dran. Ich dachte mir, vielleicht mache ich noch die 3 Stunden voll. Das wären jetzt noch so 10 Minuten und habe ich schönen runden Abschluss. Gucke ich mal, vielleicht schaffe ich es ja noch, die Granatenkiste zu klauen. Wenn nicht, dann halt auch nicht. Den YouTuber Tjulfer. Ja, okay. Aber ich bin halt selber keiner, der zum Beispiel Let's Plays guckt. Also ich mache sie gerne, aber dafür verwende ich meine Zeit dann, die selber zu machen. Also da habe ich dann nicht noch Zeit, dann dauernd noch andere zu gucken. Auch wenn es da ein paar gute gibt, auf jeden Fall. Ach, ich soll die Granatenkisten tatsächlich hier klauen? Uiuiui, tatsächlich beim Duke. Ach, hier, wo der Typ im Dunkeln nämlich ist. Ja. Vielleicht sieht er mich nicht. Aber dann klaue ich die gerade mal hier. Ja, tja, Tülfer-Fan. Tom hat recht. Ja, das dachte ich mir schon, weil du ja Tjulfer-Fan heißt. Ich war nämlich gerade schon irritiert. Ich dachte, der hätte mir jetzt dich empfohlen, aber du hast ja noch dieses Fan hinten drin. Okay, die Granatenkisten habe ich geklaut. Sehr gut. Das hat mich keiner gesehen. Dann bringe ich die mal zu Blake. Dann gucke ich mal. Nicht, dass der mich jetzt auch verarscht und mich jetzt erstmal verpetzt. Der hat die Granatenkisten geklaut. Streamt auch manchmal auf Twitch. Ja, okay. Ganz ruhig, du Schakal. Ganz ruhig. Brauchst ja nicht die Zähne fletschen. Ich hätte schon was gesagt, vielleicht ist er aggressiv, weil ich eine Sonnenbrille trage. Ich kannte tatsächlich mal Leute, die ihren Hund drauf dressiert hatten. Also ich habe die mal besucht. Und im Winter war das. Und dann hat der Hund mich da irgendwie angegriffen. Und ja, das ist, weil du eine Mütze trägst. Ich so, ja, ich trage eine Mütze, weil es draußen kalt ist. Und die haben ihren Hund drauf trainiert, dass er aggressiv wird und Leute angreift, die eine Mütze tragen. Die Begründung war, weil nur Einbrecher Mützen tragen. Und da dachte ich auch, ja, okay, ist klar. Machen die bestimmt auch im Sommer so. Hey, ich bin Einbrecher. Ich besorge mir erstmal eine Mütze. Ich habe deine Granatenkisten. Hervorragend. Gib sie mir. Na dann, wie versprochen. Was möchtest du haben? Wenn du Kohle willst, könnte ich dich bezahlen. Oder ich gebe dir ein paar der Granaten ab. Allerdings könnte ich dir auch meine Granaten billiger verkaufen. Also, was soll's sein? Ja, bezahl mich einfach. Ich brauche keine Granaten. Bezahl mich einfach. Alles klar. Hier hast du ein paar Splitter. Es war mir eine Freude, mit ihnen Geschäfte zu machen. Okay, sehr gut. Hat er irgendwas Gutes noch im Angebot? Handel mit mir. Wie kam ich eigentlich auf Twitch? Wie kam ich dahin? Also ich kannte Twitch halt. Ich habe auch manchmal auf Twitch geguckt, weil da gibt es einen Kanal, der heißt Rocket Beans. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Die haben irgendwann angefangen, auf Twitch zu streamen. Die haben ja ihren 24-Stunden-Sender gestartet. Die haben ja mittlerweile eine Sendelizenz und die machen ganz gute Gaming-Videos und auch Let's Plays, aber auch viele eigene Shows, Sendungen mittlerweile. Die sind ganz schön gewachsen mittlerweile.
Und deswegen hatte ich halt einen Twitch-Account und ich habe halt meine Let's Plays immer auf YouTube hochgeladen. Und wie ich dann schon sagte, also ich konnte ja leider nie meine Konsolenspiele Let's Playen. Weil man die ja nicht so aufzeichnen kann mit den Programmen und Schneiden und so. Das geht auf der Xbox halt einfach nicht. Aber Streamen ging halt. Deswegen habe ich dann halt einfach mal mit Streamen angefangen. So viel hat er jetzt wirklich nicht im Angebot, der Typ. Aber vielleicht kann ich hier die Zigaretten verkaufen, die ich gefunden habe. Weg mit denen. Habe ich teilweise schon so viele verkauft in dem Spiel. Oh, Krallen, weg. Ja, das gibt Geld. Zähne auch. Knochen. Federn. Ja, das kann weg. Gute Becher. Guter Teller. Krüge, Rohrzangen, guten Löffel. Den Messer, glaube ich. Also das Messer, glaube ich, brauche ich auch. Geldbündel. Spielzeugdino kann weg. Klopapier kann ich verkaufen. Das ist ja sehr wertvoll hier. Zigaretten, 22 Stück habe ich jetzt schon aufgesammelt. So. Oh, jetzt habe ich aber 2700 Elixit schon. Ja, das ist ja... Wow, habe ich ja heute ordentlich etwas verdient. Okay, dann gehe ich nochmal gerade kurz zu Red. Wo ist er denn? Ach, der ist glaube ich bei Chloe. Ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, wie ich da jetzt hinkomme. Guck ich mal. Ein bisschen Luftlinie erproben. Auskundschaften. Ich glaube nicht, dass der hier rauchen kann. Ich glaube, die Zigaretten, die kannst du hier nur verkaufen. Bei Gothic konntest du tatsächlich rauchen. Also da konntest du die ganzen... Also es waren jetzt keine Zigaretten, das waren eher so Joints. Also da gab es ja diese Sumpfkraut... rauchenden Sumpfbewohner, die das anbauen und dann dauernd rauchen. Da haben sie verschiedene gehabt. Die einen, die brachten die Erfahrung, die anderen haben dir einen Mana-Punkt gegeben. Also da hatte das auch einen spielerischen Zweck. Ein anderer hat, ich glaube, Erfahrung und Mana war, glaube ich, das Einzige, was du da verdienen kannst. Es hat da halt irgendwie nur an der Anzahl hat sich da gewandelt. Je nachdem, es gab manche, die waren ein bisschen stärker. Ja. Habe ich auch noch nie in einem anderen Spiel erlebt. Okay, Red. Ich habe bei Blake eine Liste gefunden. Wirklich? Zeig her. Dann lass mal sehen. Anwärterliste. Ryan was? Ach, Iron Madison soll das heißen. Der Mann hat vielleicht eine Sauklaue. Das scheint eine Liste von Leuten zu sein, denen er vertraut. Ryan ist sein momentaner Bodyguard, mit dem er immer zusammen jagen geht, wenn es wirklich das ist, was sie dort draußen tun. Okay, dann ist ja klar, was wir zu tun haben. Ha, ich glaube, er will Ryan töten, ne? Wir sollten Ryan töten. Die Idee ist gar nicht so dumm. Ja, das könnte tatsächlich funktionieren. Wir könnten Blakes Leibwächter austauschen. Die Namen auf der Liste, die du mir gegeben hast, scheinen Anwärter auf diesen Posten zu sein. Am besten tauschen wir den obersten Namen aus. Wenn der Name ausgetauscht ist, sorgen wir dafür, dass Blake einen neuen Leibwächter braucht. Ich soll sein neuer Leibwächter werden? Könntest du natürlich. Aber nein, das würde verdächtig wirken. Du bist noch zu neu hier. Den Part werde ich selbst übernehmen. Nachdem ich meinen Namen ganz oben auf die Liste gesetzt habe, werde ich den Zettel wieder zwischen Blakes Sachen legen. Währenddessen kümmerst du dich um Ryan und sorgst dafür, dass er nie wiederkommt. Er ist sehr loyal. Ich denke, du wirst ihn sogar umbringen müssen. Bei allem anderen ist das Risiko zu groß, dass er mit Blake redet. Alles verstanden? Ja, habe ich verstanden. Ich fand immer, okay, das ist ein bisschen extrem, diese Methode, den Ryan jetzt umzubringen. Dachte ich schon, oh, der arme Kerl, ich rede erstmal mit ihm. Und dann habe ich diesen Ryan mal getroffen. Das ist ja ein richtiger Arsch. Also, um den muss man sich da echt keine Sorgen machen. Ja. Alles klar, dann los. Du kümmerst dich um Ryan und ich werde Blakes neuer Leibwächter, um sein Vertrauen zu gewinnen. Wir treffen uns dann oben bei Blake. Okay, dann werden wir das als nächstes machen, aber nicht heute, denn ich werde jetzt erstmal heute hier beenden. War auf jeden Fall schön, dass ihr da wart, hat mir Spaß gemacht und hoffe, ihr hattet auch einen Spaß. Dann sehen wir uns
nächstes Mal morgen wieder. Morgen wieder 20 Uhr. Dann wird nämlich Alien Isolation dran sein. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.